Es ist dieses absurde Gefühl zu merken, du kannst nicht mehr mit und auch nicht mehr ohne. Du trinkst nur noch auf den Effekt. Und es macht mit dir körperlichen Ruin und drumherum, die Familienkrankheit breitet sich aus. Alle leiden drunter. Man konnte im Grunde genommen zugucken, wie diese Droge meinen Bruder zerstört hat, hingerichtet hat. Und das zog sich 25 Jahre hin. Er hat mich erwischt und dann hat er neben mir gestanden und hat gesagt, Mama, du brauchst das nicht heimlich zu machen. Ich weiß, dass du trinkst. Und eine gesunde Mutter hätte die Flasche weggestellt und hätte aufgehört. Und ich habe es als Freibrief angeschaut. Wenn ich einmal diese modernen Sorten rauche, dann bin ich 8 Stunden voll breit. Und es wird mir viel zu langweilig. Plötzlich war ich auch viel leistungsstärker als mit dem Energy, weil ich mit meinem Kopf nicht immer bei dieser Sucht war. Von wegen, oh, ich habe einen Termin, oh, ich muss noch ein Energy kaufen, oh, ich habe kein Energy mehr, oh, ich habe nur 2 Energies. Das war alles weg und ich war frei. Herzlich willkommen im Nachtcafé, schön, dass Sie da sind. Wahrscheinlich kennen Sie das alle, ein Glas Wein zum Essen, dann Bier zum Feierabend, eine Tablette zum Einschlafen und vielleicht noch eine Pille zur Leistungssteigerung. Pillen, Drinks und Drogen, darüber reden wir heute hier im Nachtcafé und ich freue mich sehr auf Markus Majowski bei uns. Als Schauspieler kennen wir ihn meist fröhlich, humorvoll und bester Laune. Was die Fassade aber verborgen hat, jahrzehntelang haben ihn Drogen begleitet und auch Entzüge blieben erfolglos. Von ihm erfahren wir, wie ihm dank einer überraschenden Wendung schließlich doch der Weg aus der Sucht gelungen ist. Jahrelang war auch Tanja Eisele abhängig. Von früh bis spät gehörte der Alkohol für sie zum Alltag, um als alleinerziehende Mutter funktionieren zu können. Auch ihr damals 9-jähriger Sohn Tim konnte sie nicht davon abhalten, weiter zu trinken. Wie beide diese Zeit erlebt haben und wie es ihnen heute geht, das erfahren wir von Tanja Eisele und Tim Kransky. Christian Rätsch ist als Ethnopharmakologe nicht nur Spezialist für Heilpflanzen, sondern auch als privater Konsument überzeugt von den Vorteilen von Cannabis. Seit er es mit 12 zum ersten Mal probiert hat, ist Hasch sein täglich Brot, wie er sagt. Er ist sich sicher, der Bedarf nach Rausch ist allen Menschen angeboren. Nur ein bisschen Koffein zum Aufputschen, da ist doch nichts dabei. Das dachte sich anfangs Özlem Alaslan. Doch irgendwann trank sie am Tag 2 Liter Energy Drinks und konnte nicht mehr ohne. Die Folgen: Herzrasen, Schwindel, Kopfschmerzen und Zahnprobleme. Als Angehöriger eines suchtkranken Menschen ist man oft völlig hilflos. Das musste Kerstin Herrnkind erleben. Ihr Bruder Uwe war fast 25 Jahre drogensüchtig. Alkohol, Cannabis, Heroin, Tabletten. Auch wenn sie und ihre Familie alles versuchten, konnten sie ihn nicht retten. Bis heute fragt sie sich, wie konnte es so weit kommen? Suchtmediziner Tobias Rüther kennt die zerstörerische Wirkung von Drogen, sowohl aus der Forschung als auch aus seiner Arbeit in der Suchtambulanz. Er sagt, man muss immer schauen, was ursprünglich zu der Sucht geführt hat, um sie erfolgreich zu therapieren. Herzlich willkommen an Tobias Rüther und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Sie haben ja alle direkt oder indirekt schon Erfahrungen mit Süchten gemacht. Was sagen Sie, kann das jeden treffen? Also unabhängig von Alter, Job, Familienkonstellation? Sie nicken, Frau Herrn? Ja, klar. Ja? Klar. Kann jeden treffen? Ja, natürlich. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Deutschland ist, was Alkohol angeht, ein Hochkonsumland. Und das Glas Wein am Abend, das gehört dazu. Und damit fängt die Sucht an. Das werden Sie bestimmt bestätigen. Ja, was sagt der Experte? Kann es jeden treffen? Absolut, es kann jeden treffen. Es gibt manche Drogen, die im Kinder- und Jugendalter, da gibt es eine besonders sensible Phase, wie zum Beispiel beim Rauchen, aber zum Beispiel Alkohol kann jeden treffen. Und wir haben das so in unsere Gesellschaft integriert. Es ist ja ein sozialer Schmierstoff. Stellen Sie sich vor, ein Geburtstag ohne Sekt. Oder ich möchte den von euch fragen, der eine Partnerschaft hat, ohne dass Alkohol irgendwann mal im Spiel war, damit es losging. Das ist bei uns einfach normal. Das ist der Katalysator. Und ich glaube, wir merken es auch daran, wie präsent es ist, selbst wenn wir persönlich gar nicht süchtig waren oder sind. Ich glaube, fast jeder kennt jemanden, der ein Alkoholproblem hat oder ein Problem, irgendeins mit irgendeinem Stoff.
Sie haben ja Selbstsuchterfahrung, Frau Alaslan. Wüssten Sie, wie Sie reagieren, wenn das in Ihrem Umfeld passiert? Ich dachte immer, dass ich weiß, wie ich reagieren würde, bis ich eine Mitbewohnerin hatte. Das war meine erste WG und sie war 20 Jahre älter als ich. Und ich hatte einmal Besuch und meine Freundin sagte, deine Mitbewohnerin hat ein Alkoholproblem. Mhm. Ich so, nein, ich lebe doch mit der zusammen. Doch, hat sie. Und dann habe ich... Mhm. Ich dachte immer, wenn jemand ein Suchtproblem hat, würde ich es sehr erkennen. Habe es aber in dem Fall nicht, bis kurz vor ihrem Tod, wo sie tatsächlich an dem Alkoholkonsum verstorben ist. Also man ist, glaube ich, ein bisschen blind dafür und reagiert anders, als man denken würde. Herr Majowski, glauben Sie, Sie würden es mitkriegen, wenn jemand ein Problem hat? Mir war auch eben gerade so, besonders wenn man jemanden ins Herz geschlossen hat, dann versucht man das zu leugnen und guckt weg. Ich würde es mitbekommen und würde auch vorsichtig sein bei dem erhobenen Zeigefinger. Mhm. Also wir reden ja heute auch über Menschen, die richtig tief in eine Abhängigkeit geraten sind. Aber die Frage ist ja, wo fängt das denn überhaupt an? Mhm. Herr Rätsch, Sie konsumieren seit der Jugend Cannabis und Sie sagen, Ihnen geht's prima damit. Würden Sie überhaupt sagen, dass Sie abhängig sind? Nee, kein bisschen. Heutzutage rauche ich fast nichts mehr. Ja. Vielleicht einmal im Monat oder so. Ja. Dazu muss ich Folgendes sagen. Ich habe als 12-Jähriger ein chemisches Laboratorium im Gartenhaus gehabt und ich habe dort nach der Schule, die mich wahnsinnig gelangweilt hat, immer chemische Experimente gemacht. Und in der Zeit habe ich auch Cannabis kennengelernt, also Haschisch. Und also hat eine lange Geschichte. Ja, also fast 60 Jahre. Und aber es gibt Leute, die mit Cannabis Probleme kriegen, die man vielleicht in irgendeiner Form als Sucht oder als Krankheit oder sowas bezeichnen kann. Mhm. Bei mir ist es niemals. Also ich habe mir bei meiner Arbeit im Labor immer gesagt, ich brauche meinen klaren Verstand, meinen klaren Geist, sonst kann ich hier diese Sachen nicht machen. Und daraus ist geworden, für den Rest meines Lebens, wenn ich überhaupt Cannabis zu mir nehme, dann nur nach der Arbeit. Also das, Sie haben eine klare Regel und Sie sagen ja selbst, ja, manch andere können Probleme vielleicht damit haben, Sie nicht. Aber die Frage ist ja, wo fängt das an? Wo beginnt denn eine Sucht, wenn uns Menschen zuschauen, die sich vielleicht selbst prüfen? Bei welchen Signalen müssen wir vorsichtig sein? Da gibt es einen spanischen Philosophen, Herr Sabata heißt er, der hat gesagt, also wenn du ein Vergnügen genießt, dann kann das dein Leben bereichern, wenn du dein Leben dann auch genießt. Wenn du aber nur noch dein Leben lebst, um dieses eine Vergnügen zu haben, dann ist es sicher schon, dann ist es ein Missbrauch. Mhm. Also das ist eigentlich schon so eine kleine Definition, wo ich sage, es kommt darauf an, welches Platz in deinem Leben in, dieses Suchtmittel dann hat. Mhm. Machen wir es aber erstmal konkret mit Ihnen, Herr Majowski. Mit welcher Droge sind Sie denn eingestiegen? Was haben Sie zuerst probiert? Mit der ersten Droge, muss man ganz ehrlich sagen, war es der Alkohol. Der hatte aber etwas damit zu tun, dass auf den Partys, wo ich als Kind anwesend war, also Veranstaltungen, in dem Fall muss man auch sagen, meiner Eltern, in den Küchen die Drinks, die kleinen Reste von den Drinks standen und ich die weggekippt habe. Das heißt, ich bin auf den Geschmack gekommen, einerseits, was passiert, wenn ich dann betütert war und durch den Raum gegangen bin und alle über mich gelacht haben und gesagt, ach, das ist ja lustig, was der Markus macht, jetzt steigt er auch noch auf den Tisch und so weiter und jetzt singt er auch noch was und dann aber später war es Marihuana in der Schule. Bei Marihuana ist es ja nicht geblieben. In welcher Situation kam dann Kokain dazu? In derselben Situation, in der es auch angefangen hat mit dem Marihuana auf einer Party von Jugendlichen, wo einfach niemand war, der aufgepasst hat, wo auch ein Dealer Zugang hatte zu dieser Party. Und der Dealer war jemand, der bei uns in der Schule, dessen Eltern im diplomatischen Dienst waren. Das heißt, er hat über die ostdeutsche Grenze kubanisches Marihuana geschmuggelt und auch harte Drogen und ist niemals belangt worden dafür. Sie sagen, da war jetzt niemand Älteres und hat niemand aufgepasst. Hatten Sie denn irgendwelche Schwellen, Ängste oder sowas, dass Sie gedacht haben, soll ich das wirklich nehmen? Oder waren Doch. Die, ja? Doch. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst immer, bevor ich Angst um mich hatte, um die anderen, die vor mir genommen haben. Um das, was passiert. Ich habe krampfartige Zustände von Freunden erlebt, die gekokst haben, das erste Mal.
fürchterliches Nasenbluten, Angstzustände, aber auch Angstzustände, schon schlimmere Ängste bei Marihuana. Also das ist, wenn man mit einer Angst und unbegleitet in so eine starke Sucht reingeht, mit 2, 3 Joints gleich am Anfang und dann ist eventuell noch ein Bierchen dabei, dann ist es kein Wunder, dass man dann 4, 5 Stunden nur noch weint. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Sie sagen, Sie haben die anderen so beobachtet. Was ist mit Ihnen passiert, als Sie es genommen haben? Ich bin so verwirrt gewesen und so weg von mir selber, dass ich aus der Kommunikation gegangen bin mit meinen Mitmenschen. Also, Sie waren kein sozialer Mensch? Ich war sozial vielleicht schon, aber ich bin aus der Kommunikation rausgegangen, wenn es darum ging, eine Beziehung zu halten, also zu einem Mädchen zum Beispiel, eine Freundschaft zu halten. Ich habe mich versteckt plötzlich. Ich bin heimlich mit meiner Sache gewesen, auch meinen Eltern gegenüber. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich in eine asoziale Struktur reingegangen bin. Das meinte ich damit nicht. Und körperlich? Körperlich, ich war damals sehr viel dünner und habe auch nicht immer alles bei mir behalten dadurch. Das heißt, ich war zwar nicht unterernährt, aber mir war immer schlecht. Man hat dann in der Schule gesagt, oftmals ist es psychosomatisch, der Junge steht vielleicht unter Stress, aber das war es nicht. Es waren definitiv die Drogen und dieses Verheimlichen. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch drauf kommen, aber ich weiß eben, vielleicht kann ich bei Ihnen auch einen Rat kriegen dafür. Soweit ich das mitbekommen habe, ist Marihuana ja vor allen Dingen bis zum 28. Lebensjahr sehr schwierig, weil die Gehirnentwicklung dort stattfindet. Das ist eine Hypothese. Das ist eine Hypothese. Was sagen Sie, Herr Rütter? Eine relativ gut belegte Hypothese. Im reifenden Gehirn haben Drogen überhaupt nicht zu suchen. Marihuana, wenn es wirklich schädigt, dann das reifende Gehirn. Je früher man Marihuana in das, oder also Tetrahydrocannabinol, also Cannabis, ins Gehirn tut, umso schädigender ist das. Und wenn er das jetzt beschreibt, der Herr Majowski, was das mit ihm gemacht hat, auch Kokain dann mit ihm gemacht hat, diese Distanz, die dann plötzlich ja auch da war zu anderen Menschen, Kühle, sind das Dinge, die man häufiger dann erfährt? Wenn also ehrlich, wenn Sie mein Patient wären, würde ich jetzt mal fragen, was war, also ich oft kommen Patienten zu mir und ich sage, die erste entwaffnende Frage ist, warum nehmen Sie eigentlich so viel Drogen? Was war denn der Spaß daran? Was ist denn das Schöne daran? Ja. Sie haben's ja, sind ein erwachsener Mensch, Sie nehmen es ja, haben es ja gemacht, weil es Ihnen was gebracht hat. Ja. Was war das denn? Also ich nehme es ja nicht mehr. Ne? Nee, ist schon klar, damals jetzt. Und gerade als Kind war ich ja kein erwachsener Mensch. Habe ich vorhin schon erwähnt, die Ängste. Es hat mir Ängste genommen, ich fühlte mich freier. Ich fühlte mich freier, ich fühlte mich sicherer. Was es aber trotzdem körperlich mit mir gemacht hat und dann im Umkehrschluss die Momente nach der Befreiung, dieses Runterkommen und dann nachlegen müssen, das finde ich das eigentlich Schreckliche daran. Also bei mir war zum Beispiel auch, dass der Alkohol lange Zeit ein Freund war von mir. Er hat mich stärker gemacht, das ist schon klar. Gab es denn dann die Phase der Freiheit, der Sicherheit, wenn Sie es genommen haben? Und wie war das danach? Oder ist das ein konstantes Gefühl gewesen, die Drogen sind mein Partner, sind meine Begleiter, das gibt mir Sicherheit? Es ist dieses absurde Gefühl zu merken, du kannst nicht mehr mit und auch nicht mehr ohne. Du trinkst nur noch auf den Effekt. Und es macht mit dir körperlichen Ruin. Und drumherum, die Familienkrankheit breitet sich aus. Alle leiden drunter, alle deckeln das. Alle leiden drunter und deine Scham und deine Schuld wird größer, der Berg wird größer. Und ich trinke dann umso mehr, um wieder die Schuld zu vergessen. Sie haben ja eine Schauspielerausbildung gemacht. Sie wurden auch erfolgreich als Schauspieler. Als Sie dann Ende 20 waren, ist aber Ihr geliebter Vater verstorben. Ja. Wie tief sind Sie da gefallen? Sehr tief. Also erstmal war es der Zustand, dass ich während mein Vater starb auf Kokain war. Das ist für mich sehr... Also Sie waren bei ihm? Ich war bei ihm und ich war auf Koks. Ich habe das nur ausgehalten so, könnte man jetzt meinen. Und als ich dann die Trauerzeit wahrgenommen habe und plötzlich merke, dass aus einem Jahr 2 Jahre wurden, aus 2 Jahre 3 Jahre... Da wurde ich auch hellhörig bei solchen Sprüchen von meinen Freunden. Markus, du verhältst dich wirklich sehr seltsam. Du trägst den Lodenmantel deines Vaters, den Hut deines Vaters, das Parfum deines Vaters. Also ich wurde etwas seltsam in meinem Verhalten, konnte es aber beenden, weil ich die Trauer beenden konnte. Und hat sich in dieser Zeit denn Ihr
Verhalten zu Drogen oder Ihr Drogenkonsum noch mal verändert? Es hat gerade in der Zeit eher so ein bisschen geschwankt in Richtung Zurückhaltung. Ah ja. Erst ging es hoch, erst ging es richtig hoch. Und als ich dann merke, dass ich mich schrittweise damit umbringe, habe ich das erste Mal die Chance gehabt, einen Schritt wieder zurückzugehen. Also, das haben Sie gemerkt. Sie haben auch irgendwann mal gesagt, Sie waren dabei, schleichend Selbstmord zu begehen. Inwiefern? Dieser schleichende Selbstmord, das kann dann eigentlich nur was Pathologisches sein. Also ich komme bis heute nicht dahinter, warum ich mich da habe versucht, über den Jordan zu bringen. Letztendlich hat mich nur die Begegnung mit meiner Frau gerettet. Also muss man wirklich sagen. Wenn man in so einem Strudel drin ist, ist es dann eher Zufall, welche Sucht es wird? Also ob es jetzt Tabletten sind, Alkohol, Kokain oder Spielsucht? Oder? Nicht unbedingt. Also wenn man Probleme zu sozialen Ängsten hat, ist natürlich, wie es am Anfang war, Alkohol gut, weil das nimmt ja am Anfang soziale Ängste. Wenn man einen anstrengenden Job hat oder irgendwie funktionieren will, sich optimieren will, ist natürlich Kokain was anderes. Also die Drogen unterscheiden sich schon zu dem, was man braucht. Also es gibt schon Menschen, die Koks nehmen, haben andere Probleme oft, als die Alkohol nehmen, die Cannabis die Cannabis pathologisch nehmen, muss ich ja sagen. Meinen Sie, waren Schauspieler? Sie haben gedreht, Sie haben Engagement auf Bühnen gehabt, Sie haben Werbespots gedreht. Wie hat das denn gleichzeitig funktioniert, während Sie... Das hätte gar nicht gleichzeitig funktioniert. Ich durfte sozusagen mir die Struktur erlauben, bei all dem Wahnsinn, dass ich nicht während der Arbeitszeit drauf war. Weder auf Alkohol noch auf Kokain. Das heißt, ich habe immer, wenn ich meine Verträge unterschrieben habe, meine Verträge auch eingehalten und habe mich daran gehalten, dass ich nicht drauf war. Das hätte ich gar nicht geschafft. Das hat sich bei mir aber auch relativ schnell schon gezeigt. Denn es gibt so ein Schlüsselerlebnis bei mir. Als ich meinen ersten Joint geraucht habe, sollte ich in der Mathematikstunde eine Differentialgleichung lösen. Und ich war so ein Überflieger plötzlich, habe das so gesehen vor mir, das schwebte vor mir ganz klar. Aber ich hatte einen einzigen Rechenfehler, 5 mal 25. Ich wusste nicht mehr, was 5 mal 25 ist und habe 55 hingeschrieben. Und der Lehrer hat gesagt, das ist doch Wahnsinn, du musst doch wissen. Und ich bin lachend aus der Klasse raus und hatte mich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist, glaube ich, dieses Ding, dass ich das nicht in meinem Beruf auf gar keinen Fall, dass das mit mir was verselbstständigt. Ich möchte gerne... meinem Publikum die Verantwortung, habe ich immer so gemacht, dass sie mich pur haben. Man darf aber nicht vergessen, dass der stete Konsum die Persönlichkeit verändert. Also ich bin ein anderer Mensch, wenn ich nur am Wochenende konsumiere. Haben Sie gemerkt, selber? Das habe ich gemerkt. Toll. In welche Richtung hat sich Ihre Persönlichkeit verändert? Ich bin unwirsch geworden. Ich bin lautstark geworden. Ich habe meine Ellenbogen zu sehr eingesetzt. Rechthaberisch und dann wieder wehleidig, weil es mir leid getan hat. Um Gottes Willen, das habe ich jetzt für einen Scherbenhaufen angerichtet. All das ist verschwunden. Ich bin jetzt fast 14 Jahre trocken. Sie sprechen es an. Am 4. August 2008 hat sich Ihr Leben verändert. Was ist da passiert? Am 4. August 2008 war der Höhepunkt von einer dreitägigen Party in einem Kölner Hotel. Wir waren zu dritt. Mein Dealer war da, mein bester Freund. Wir haben praktisch eine Drogenkartenorgie gemacht. Wir haben auch fremde Menschen in die Suite reingelassen, in der ich gewohnt habe. Und die Tür war kaputt gegangen. Irgendjemand hat entweder die Tür eingetreten oder was auch immer. Das heißt, sie stand eigentlich permanent offen. Und ich bin in meinem Jum fotografiert worden beim Koksen. Und dann? Und dann wurden diese Fotos an eine große Kölner Zeitung geschickt, in die Vorredaktion. Damals gab es die Kampagne Fotografiere deinen Star. Und es waren... besondere Situation. Ja, also eine ganz besondere Situation, absolut. Im Nachhinein sage ich mir bloß gut, dass das passiert ist, weil dadurch konnte ich aufhören, weil Folgendes geschah. Der Redaktionsleiter für die Morgensequenz hat, anstatt die online zu nehmen, aus dem Vorportal mich angerufen, weil er hatte meine private Nummer. Wir kannten uns vom Deutschen Fernsehpreis und vom Comedypreis. Und er meinte zu mir, Markus, Sie sind dabei, sich und Ihre Familie zu zerstören. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Ich finde das ganz furchtbar. Ich stelle jetzt nicht auf die erste Seite von unserer großen Zeitung, die große mit dem blau, mit den roten großen Buchstaben, sondern ich schicke Ihrer Frau eine E-Mail und informiere sie darüber. Und das hat er gemacht? Das hat er gemacht. Wie finden Sie das? Im Nachhinein finde ich das großartig. War meine zweite Chance. Erstmal die Fotos, dann, dass er es meiner Frau geschickt hat.
dass ich sofort meinen Mentor angerufen habe, weil ich bin seit 14 Jahren in der Selbsthilfe. Sehr gut. Im 12-Schritte-Programm, bei uns nennt man das Sponsor. Mhm. Und der hat gesagt, geh auf die Knie, bitte Gott einfach, dass du es jetzt noch schaffst nach Hause. Mhm. Und dann durfte ich meiner Frau gestehen oder sagen, das war das vierte oder fünfte Mal, dass ich sowas sagte, jetzt ist für mich, bitte geh nicht, bitte verlass mich nicht, ich höre jetzt auf. Und das war das letzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe und das letzte Mal, dass ich Drogen genommen habe, der 4. August 2008. Und wie ist es heute, wenn Sie auf Partys oder auf Medienfesten oder sonstigen, auf Drehs, wie selbstverständlich Dinge angeboten bekommen, also Wein, Alkohol, was auch sonst, wie reagieren Sie dann heute? Ich versuche das mit Humor und mit einer Liebenswürdigkeit einfach wegzubügeln. Mhm. Offen zu sagen, wenn es mehrmals angeboten wird, bitte bieten Sie mir keinen Alkohol an, das ist für mich auch schwer. Mhm. Da kommt auch niemand auf die Idee, das damit Absicht zu machen. Mhm. Und wenn eine Veranstaltung lange dauert, dann bin ich nicht der letzte Gast. Mhm. Das bringt nichts. Fällt es Ihnen schwer, Nein zu sagen? Ja, ich habe keinen Suchtdruck. Das hat aber wirklich gedauert. Also allein die Zeit in diesem Jahr 2008 und das Jahr 2008, die ersten drei Jahre sind Horror, absolut. Mhm. Aber heute immer noch, also dass es verführerisch sein könnte? Nein, nein. Weil ich weiß, wenn ich wieder anfangen würde, ich würde aller Wahrscheinlichkeit drei oder vier Tage überleben. Weil bei einer so einer starken Suchtstruktur, wenn man dabei war, daran zu sterben, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, dann beginnt man eigentlich wieder den Einstieg an diesem Moment, vor allen Dingen körperlich. Sie waren daran, das sagen Sie jetzt in dem Nebensatz, Sie waren dabei zu sterben? Ja. Inwiefern? Atemstillstand im Vollrausch, wachgerüttelt worden von meinen Freunden. Das kann man jetzt weiter sich ausmalen. Mhm. Und eben einfach der körperliche Zusammenbruch und die Gefahr eben auch, einfach aus dem Hotel zu laufen und auf die Straße zu laufen, weil man nicht mehr weiß, was man tut. Insofern weiß ich, was mit mir passieren würde. Haben Sie sich rückblickend verziehen? Ja. Komplett? Ich konnte mir verzeihen. Das ist schön. Ja. Und wir sind froh, dass Sie hier heute sitzen, nach dem, was Sie beschreiben. Welche Drogen sind eigentlich am verbreitetsten in Deutschland? Also am verbreitetsten und der Killer ist eigentlich, muss man sagen, die legalste Droge, nämlich Tabak. Da sterben 127.000 Menschen im Jahr in Deutschland. Danach kommt Alkohol, das sind immerhin noch über 75.000 Menschen. Mhm. Und dann gibt es einen ganz großen Gap und dann kommen die ganzen illegalen Drogen. Also wie zum Beispiel an Cannabis sterben jetzt nicht viele. Aber es geht ja nicht nur darum, ob die Leute sterben, sondern welche anderen Konsequenzen so Drogen haben. Aber wenn es jetzt um die Killer geht, ist die legalen Drogen, Tabak und Alkohol eigentlich das, was die Bevölkerung dezimiert. Gerade in Kombination auch. Insgesamt mal so. Also die Raucher, jeder zweite Raucher stirbt an den Folgen des Rauchens. Ja. Und Frau Alkohol Eisele, macht ganz viel kaputt. Frau Eisele, Sie waren alkoholabhängig? Ja. Das hat Ihr Leben über viele Jahre geprägt und übrigens auch das Ihres Sohnes, der damals schulpflichtig war, der auch heute bei uns ist. Wir werden nachher auch noch sprechen und Sie noch näher kennenlernen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch an Sie. Freut mich auch. Wie bei Ihnen, Frau Eisele, wie ging das los? Also wann haben Sie angefangen, sozusagen permanent immer wieder Alkohol zu trinken? Ich war damals 38 Jahre alt, bin aus einer Beziehung raus, war mit dem Tim dann alleine und es fing an mit dem Feierabendbier. Also vorher hatte ich ein ganz normales Trinkverhalten gehabt, auch in der Jugend, junge Erwachsenenleben. Und mit 38 fing das dann an, dass ich viele Helfer hatte, die mir den Umzug bewältigt haben, dann habe ich den Bier oder Wein angeboten und so war immer der Alkohol da. Und wenn Sie in sich reinschauen, Sie haben das so schön beschrieben, was bei Ihnen alles zusammenkam, war es auch so ein bisschen das Feierabendbier aus Einsamkeit? Rückblickend, es war die Einsamkeit, die mich dorthin getrieben hat und es war für mich aber auch mein Belohnungssystem gewesen. Also, weil ich hatte niemanden gehabt, der gut zu mir war und der Alkohol wurde mein Freund, ja, der war da, wenn ich traurig war, der war da, wenn ich fröhlich war, also es war ja egal, wie es mir ging, ich habe getrunken, weil es war immer verfügbar.
Sie sagen, es war immer verfügbar. Sie waren ja berufstätig. Sie haben ja als Assistentin der Geschäftsleitung in einem Friseursalon gearbeitet. Richtig. Ist das da denn aufgefallen? Ja, also ich war ja 2011 war ich schon mal in der Klinik für 10 Tage zum Entgiften. Und nach den 10 Tagen habe ich gedacht, ja, das ist ja alles wunderbar. Ich habe jetzt verstanden, um was es geht. Nach 10 Tagen, gell? Ja, nee. Wenn ich mir das vorstelle, Sie haben gearbeitet. Genau. Wie haben Sie das denn da verborgen, so im Alltag? Ich war 2011 zum Entgiften und meine damalige Vorgesetzte, die wusste das auch, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und ich habe auch während der Arbeit getrunken. Also ich war Spiegeltrinkerin. Ich musste immer ein gewisses Level halten, um überhaupt zu funktionieren. Und wenn der abgesagt ist, dann habe ich nicht mehr funktioniert. Dann war es... Ja, kamen Sprachstörungen, ich habe Schweißausbrüche bekommen und ich habe dann irgendwelche Wege gefunden, dass ich auch während der Arbeit getrunken habe. Und zu Hause auch? Zu Hause auch, ja. Gab es irgendeine Tageszeit, in der Sie nicht getrunken haben? Oder? Ja, von 22 Uhr bis morgens um 4 Uhr, da habe ich geschlafen. Und um 4 ging es schon wieder los dann? Ja. Wo hatten Sie dann den Alkohol deponiert? Ich hatte in der Wohnung verschiedene Depots gehabt und auch draußen. Ich hatte noch kleine Garde und Garage. Dort waren auch Depots gewesen, damit ich, weil sollte überall sein, ja, dass ich keine langen Wege habe. Haben Sie eigentlich, als Sie Ihre Frau kennengelernt haben, Sie haben Ihre Frau ja schon erwähnt, erstmal versucht, es zu verbergen? Ja. Ja, hat nicht funktioniert. Die hat mir das auf den Kopf zugesagt, du bist süchtig. Mhm. Das war eine Urlaubssituation und da wurde es dann eigentlich noch auffälliger. Weil das ist ja manchmal so eine Alibi-Geschichte, dass man im Urlaub dann einen über den Durst trinkt. Sie hat das sofort gemerkt, dass das nicht nur eine Urlaubssituation ist. Und welchen Einfluss hat das dann auf die Beziehung gehabt über einen längeren Zeitraum? Also über den längeren Zeitraum hat es dazu geführt, dass sie co-abhängig wurde. Was heißt das? Das heißt, sie hat es gedeckelt, sie hat geleugnet, sie hat mir den Rücken gestärkt, anstatt mich früher schon zu verlassen. Genau. Das alles sind typische Merkmale von der Klassiker. Zuerst gibt es die Beschützerphase, da ich helfe dir, da kommst du doch raus. Mhm. Dann gibt es die Phase, wo gekümmert wird und koordiniert wird. Und das ist die richtige Co-Abhängigkeit, also mitgemacht, was besorgt, Tätigkeiten abgenommen oder vielleicht sogar bei manchen Drogenabhängigen kommen wir vielleicht noch dazu, auch sogar Stoff besorgt irgendwie. Und irgendwann kommt die Anklagephase. So ist es jetzt, wäre der Klassiker in die Verbindung. Ich weiß nicht, wie es bei Ihrer Frau war. Aber das wäre so das, was wir auch ganz häufig erleben. Gott sei Dank kam auch die Anklagephase, obwohl das nicht konstruktiv ist für einen Süchtigen. Wir Süchtigen sind stur. Wir müssen komplett gegen die Wand fahren, also eine sogenannte Kapitulation. Und dieser 4. August war bei mir meine Kapitulation. Ich wusste, sie hat die Koffer gepackt, sie bleibt nicht nochmal. Nun kann so eine Co-Abhängigkeit ja den Partner oder die Partnerin betreffen, aber ja vielleicht auch Kinder. Sie hatten einen jungen Sohn damals, schulpflichtig. Genau. Haben Sie, weil Sie sagen, Sie haben überall so Depots gehabt, hat er das denn mitgekriegt nach Ihrer Einschätzung? Ja, er hat es auch ganz klar angesprochen. Und inwiefern angesprochen? Er hat mich erwischt und dann hat er neben mir gestanden und hat gesagt, Mama, du brauchst das nicht heimlich zu machen, ich weiß, dass du trinkst. Und eine gesunde Mutter hätte die Flasche weggestellt und hätte aufgehört. Und ich habe es als Freibrief angeschaut und habe gedacht, ja, das ist ja jetzt mal eine gute Geschichte, weil jetzt muss ich es nicht mehr heimlich machen. Und ich habe auch, er hat mich auch überprüft. Ja, also er wusste dann irgendwann, wo sind die Depots und hat dann, bevor er ins Bett ist, hat er geschaut und dann hat er gesagt, hey Mama, ich habe mir jetzt genau gemerkt, wie viel Wein noch in der Flasche ist. Und dann habe ich gesagt, hey Tim, ich verspreche dir, ich trinke heute Abend nichts mehr. Und dann habe ich die Flasche Wein leer getrunken und habe Wasser reingefüllt. Und sein erster Weg morgens war zu gucken, wie viel Wein ist in der Flasche. Und die war ja noch gefüllt für ihn. Und es war halt Wasser drin. Und dann hat er mich sogar gelobt und hat gesagt, hey Mama, das ist toll, dass du nichts getrunken hast. Und ich habe gesagt, ja, ich habe dir doch gesagt, ich krieg das hin. Und wussten aber, es ist nicht so. Ja.
Als Ihr Sohn Sie dann darauf angesprochen hat, war Ihnen das auch für einen Moment peinlich? Nein, das war mir nicht peinlich. Ich war schon in der Phase, wo mir nichts mehr peinlich war. Also die Sucht hat ja verschiedene, wir durchlaufen verschiedene Stadien. Und das war schon so, dass ich mich dafür nicht geschämt habe. Wie war das denn zum Beispiel, waren Sie auch betrunken beim Autofahren? Ja. Auch wenn Ihr Sohn im Auto saß? Ja. Wie sehen Sie das im Nachhinein? Ja, im Nachhinein würde ich das alles natürlich gar nicht mehr tun. Aber es war damals so gewesen, die Sucht hat mich einfach im Griff gehabt, ja, dieser Alkohol, ich musste trinken, um zu funktionieren und ich konnte nicht aufhören und wusste auch nicht, wie das überhaupt geht. Und wenn ich Auto gefahren bin und ich bin durch so viele Polizeikontrollen, ja, und ich wurde nie angehalten und das hat mich nicht erschrocken, von wegen, ach, da musst du jetzt besser aufpassen und mach das nicht, sondern ach, das ist doch wieder super gewesen. Und dann wurde wieder getrunken, weil dann habe ich mich wieder belohnt. Ja. Es ist ja jetzt wirklich wichtig und bedeutend, wie Sie das empfunden haben. Wenn Sie jetzt zurückdenken, in welchem Alter haben Sie das mitgekriegt? Können Sie das so ungefähr erfassen, wie früh Sie bemerkt haben, dass Ihre Mutter trinkt? Ja, ich denke mal, das hat mit ungefähr 11 Jahren angefangen. Da habe ich so langsam ein Bewusstsein dafür entwickelt. Von 9 bis 10 Jahren war ich dafür einfach noch zu jung und hatte gar keinen Plan, gar keine Ahnung davon. Aber mit 11 Jahren hat das so langsam angefangen, dass ich gemerkt habe, mit meiner Mutter stimmt irgendwas nicht. Ja, man kannte ja schon das normale Verhalten von Personen. Mhm. Und das hat einfach nicht zu meiner Mutter gepasst. Und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwas kann da nicht stimmen. Habe dem dann irgendwann nachgeforscht und bin dann halt auf die Weinflaschen gestoßen und habe das dann in Verbindung gebracht mit ihrem komischen Verhalten, ja, und kam dann irgendwann so mit, ich würde sagen, 13, 14 Jahren zu dem Entschluss, okay, meine Mutter trinkt zu viel, sie hat ein Alkoholproblem und wusste aber nicht wirklich damit umzugehen. Haben Sie denn so das Gefühl, weil Sie das beschrieben haben, mit der Flasche und so auf Sie Acht geben zu müssen? Mhm. So ein bisschen? Mhm. Obwohl es ja eigentlich umgekehrt sein sollte? Ja, schon, also ich habe schon so einen gewissen, ich sag mal, Beschützerinstinkt entwickelt, weil in manchen Situationen konnte sie nicht mal auf sich selbst aufpassen und da war ich dann für sie da. Und wenn Sie so zurückdenken, was haben Sie versucht, um die Mutter dann vom Trinken abzuhalten? Ja, ich habe versucht, ihr die Flaschen zu verstecken. Das ging nach hinten los, sag ich mal so. Das hat nicht geholfen und andere Möglichkeiten habe ich einfach nicht gesehen, um meiner Mutter zu helfen. Konnten Sie denn für ihn sorgen eigentlich in dieser Situation, als Sie krank waren? Also es geht ja um Essen, Kochen und all diese Dinge. Das habe ich schon hinbekommen. Also ich habe ja diesen, nach außen hin war das ja okay gewesen. Nach außen hat das niemand mitbekommen. Also der Tim war immer gut versorgt. Also was die Kleidung angeht, die Wohnung war okay, ich habe nichts vernachlässigt. Und da war ja dieser Perfektionismus, den ich mir antrainiert habe, echt gut, weil das hat nach außen ist nichts gedrungen. Es hat ja zu Hause stattgefunden. Und ich glaube, natürlich gab es auch Situationen, wo ich nicht gut für ihn gesorgt habe. Natürlich, aber im Großen und Ganzen war ich schon da für ihn. Da würde ich kurz intervenieren. Ja. Natürlich, zum großen Teil war meine Mutter auf jeden Fall für mich da, das kann ich nicht anders sagen. Nur teilweise an manchen Tagen hatte ich kein Essen. Das war einfach so, das muss man so sagen. Manchmal gab es wochenlang diese Päckchennudeln, diese Rahmennudeln, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Mhm. Manchmal wurde mir das Essen vor der Nase weggegessen. So Situationen gab es auch. Also man kann das wirklich nicht schönreden. Was die Krankheit mit einem macht, ne? Richtig, ja. Also das war schon. Hatten Sie auch Angst um Ihre Mutter? Ja, natürlich. Also es gab teilweise Zeiten, da lag sie dann regungslos auf der Couch mittags um 14 Uhr und da wusste ich gar nicht, was ich tun soll. Ich habe dann als Kind natürlich einfach geweint, ja, aus Hilflosigkeit einfach.
weil ich meiner geliebten Mutter nicht zu helfen musste. Ja. Hatten Sie manchmal auch Angst vor Ihrer Mutter? Ja. Mhm. Ja, also ja. Es ist, wenn es zu einer Diskussion kam und sie getrunken hatte, ist es meistens eskaliert. Mhm. Sie hat mich nie geschlagen, soweit ich mich erinnern kann, ja, was ich sehr toll finde. Mhm. Aber es wurde sehr viel geschrien. Mhm. Wie ist das, wenn Sie das im Nachhinein hören? Was? Es tut mir unendlich leid. Mhm. Also es tut mir echt leid für den Tim. Ich habe ihm wirklich ein schöneres Leben wollen bieten. Mhm. Ja. Doch wenn ich dann zurückgehe, also ich habe mich ja dann echt irgendwann, es hat noch Jahre gedauert, bis ich den Weg, bis es so weit war, bis ich so weit unten war, dass ich gesagt habe, entweder jetzt schaffe ich es oder ich sterbe, ja, oder ich gehe kaputt dran. Ja. Gab es da einen Knackpunkt, also ein ganz besonderes Ereignis? Ja. Und ich hatte zu Hause über eine längere Zeit Halluzinationen. Oh. Habe dann die berühmte schwarze Spinne an der Wand gesehen. Und ich habe mehrmals gedacht, es wäre jemand an der Tür. Ich habe die Türklingel gehört, aber es war niemand da. Aber ich war trotzdem so mutig und bin an die Tür gegangen, um zu schauen, ob jemand da ist. Und das hat mich schon sehr erschrocken. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das geht jetzt, das ist schon hart. Ja. Also haben Sie jetzt, Angst gehabt? Und jetzt hatte ich Angst. Ja. Jetzt war die Angst da und die hat mich in dem Moment echt geschützt und hat mir gesagt, hey, und jetzt mach was. Diese Halluzinationen, sind das Begleiterscheinungen, die wir... Könnte ein Beginn des Delir sein, ja? Dass man wirklich, also früher hat man gesagt, weiße Mäuse, aber irgendwelche Dinge, die nicht da sind oder was sieht oder sich plötzlich was einbildet, das ist dann schon so ein Zeichen, jetzt wird es wirklich gefährlich, wie Sie es genau gesehen haben. Dann haben Sie schnell Hilfe geholt oder ich dann war das schwierig? Ich bin zu meinem Hausarzt, also mein Hausarzt hat mir 2009 schon die Diagnose gegeben, Tanja, also wir sind per Du. Tanja, du hast ein Alkoholproblem. 2009 und 2014, so lange war ich bei ihm in Behandlung. Und dann war ich bereit und habe gesagt, okay, dann ich gehe noch mal in die Klinik und diesmal will ich es schaffen. Was hat Ihnen vor allem geholfen, sich daraus zu befreien, wenn Sie so zurückschauen? Sie haben ja verschiedene Therapien auch gemacht. Die Angst hat mir geholfen. Ja, in dem Moment war es wirklich die Angst, weil ich nicht wusste, was als nächstes passiert. Als Ihre Mutter sich dann auf den Weg gemacht hat, ich meine, solche Dinge, wie Sie beide erlebt haben, und ich finde es extrem offen und mutig, darüber zu reden, weil es passiert in sehr vielen Familien, stimmt, aber wer redet darüber? Und ich finde, hier kommt es mal auf den Tisch. Ja, wie ging es Ihnen da? Ihre Mutter, Sie merken vielleicht, Ihre Mutter macht jetzt Schritte, ja, geht in eine Therapie, stellt sich dem. Konnten Sie ihr gleich wieder vertrauen? Nee, auf keinen Fall. Also wenn sich das über so viele Jahre durch das Leben eines Kindes zieht, dann kann man nicht einfach sagen, okay, du warst jetzt in Behandlung, du bist jetzt gesund, dann ist ja alles wieder okay. Also das musste schon auch aufgearbeitet werden bei mir, dass ich ihr auch wieder vertrauen konnte. Also das war alles nicht so einfach. Aber Sie sagen, dass ich ihr wieder vertrauen konnte heute? Wie sieht es heute aus? Jetzt ist unser Verhältnis sehr gut. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Wie wichtig ist Ihnen das, dass Sie... Das gibt mir unwahrscheinlich viel. Mhm. Weil der Tim kam irgendwann später, als ich von der Therapie nach Hause kam, sagte er zu mir, Mama, ich vertraue dir schon, aber ich werde dir niemals mehr so vertrauen, wie es mal war. Und dann habe ich gesagt, ja, Tim, das ist okay. Wenn du mir ein Stück Vertrauen entgegenbringst, bin ich schon wieder dankbar, ja. Mhm. Und was mir unwahrscheinlich geholfen hat, war, also das war einmal, dass ich meine Geschichte aufarbeite. Ich wollte einmal verstehen, wieso ist mir das passiert. Mhm. Und zum Zweiten war es, dass ich mich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen habe, um zu merken, okay, ich bin gar nicht allein damit. Mhm. Es wird einfach nur nicht darüber gesprochen. Mhm. Es wird so dieses Stigma, diese Alkoholiker, ja, welches Bild hatte ich bis dahin von einem Alkoholiker? Mhm. Aber ist das das Entscheidende? Sie haben gesagt, wieso ist mir das eigentlich passiert, dass wir kapieren, was führt uns denn oder was hat uns in die Sucht geführt? Auf jeden Fall. Jeder, der ein Suchtmittel zu viel konsumiert, hat irgendeinen Grund dafür, würde ich mal sagen. Ja. Und wenn man den nicht anschaut, dann rutscht man in die nächste Sucht wieder rein. Und natürlich muss man lernen, überhaupt ohne Suchtmittel zu leben. Aber dann ist die ganze Welt eben unbetäubt da.
Und das ist das Thema dann. Sie haben ja gesagt, die legalen Drogen sind eigentlich die, die am meisten Menschen sterben lassen. Ja, also Tabak und Alkohol. Gleichzeitig gibt es Alkoholwerbung. Wie ist das für Sie, wenn Sie das sehen im Fernsehen oder sonst wo? Also zu Anfang habe ich mich echt schwer getan mit der Werbung. Mhm. Sie stellt was komplett anderes dar, wie das, was ich durch den Alkohol erlebt habe. Es sind immer attraktive junge Menschen, es wird immer gefeiert. Und die Frau, die sehen klasse aus. Und es macht mich einfach nur wütend, mir das anzugucken, weil mir ist was ganz Schreckliches dadurch passiert. Ja, ich habe 7 Jahre meines Lebens echt rückblickend, kann ich sagen, sehr gelitten und auch meinem Sohn sehr viel angetan, ja, dass er auch kein so unbeschwertes Leben führen kann. Was sagen Sie denn, verharmlosen wir den Alkohol oder ist es einfach Teil unserer Kultur? Also ich glaube, dass es absolut verharmlost wird und viel zu locker gesehen wird. Und auch dieses Werbebeispiel und auch in Film und im Fernsehen, die coole Person trinkt immer was. Mhm. Wenn es sexy wird zwischen zwei beiden, haben die immer irgendwie Alkohol dabei. Also ich glaube, ich habe noch nie außer einmal, ich weiß auch nicht mehr, wie die Kampagne hieß, etwas Negatives über Alkohol gesehen. Es gab mal eine Werbekampagne in meiner Jugend, die lange her ist. da wurde das tatsächlich gezeigt. Oh, man ist stockbesoffen, man sieht scheiße aus, man denkt, man ist gerade super cool und geht cool zu jemandem, aber eigentlich wackelt man und torkelt man rum und sieht gar nicht cool aus. Aber das fand ich klasse damals, also auch in dem Alter schon. Aber es wird alles verharmlost und es ist ja immer präsent. Aber es gibt viele Leute, glaube ich, die sagen, na ja, also zum Beispiel Wein ist doch ein Teil der Kultur. Fahren Sie nach Frankreich, fahren Sie nach Italien, Wein zum schönen Essen. Und dann höre ich auch immer wieder Sätze wie, na ja, ist doch gut fürs Herz, also in Maßen, ist es doch sogar gesund. Auf, ja. Also kann Alkohol auch in vernünftigen Dosen gut für uns sein? Also diese Geschichte mit dem Alkohol und mit dem Wein, das ist schon eigentlich schon völlig, das ist eine Studie gewesen und Alkohol ist in jeder Dosierung immer schädlich. Es ist aber schon so, das ist natürlich in unserer Kultur und das ist seit 2000 Jahren so, dass Alkohol und Suchtmittel immer da sind. Und also es wird sich auch nicht ändern, sagen Sie? Sie plötzlich zu verbieten, das haben wir in der Prohibition gesehen, das bringt gar nichts. Das bringt nur damit, die Leute zu informieren und zu gucken und so den Zugang zu machen, dass die Menschen, dass die Menschen damit umgehen lernen, dass also solche Sachen nicht passieren und dass solche Schicksale früher zum Suchthilfesystem, was wir haben, in Zugang kriegen. Sie sagen ja, am meisten sterben die Menschen an Tabak. Hat sich da an der Einstellung zum Rauchen nicht aber durchaus was verändert? Extrem. Und Tabak ist ein super Beispiel, dass Politik was bringt. Ich meine, zu meiner Zeit, als ich in der Schule war, haben 50% der Schüler geraucht. Jetzt sind es noch 9%. Ja. Auch ich glaube, jetzt also bei Ihnen werden es jetzt auch nicht mehr so viele sein. Das hat sich das Rauchen ist uncool geworden. Wir haben Rauchverbote. Wir haben jetzt keine Werbung mehr. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, dass Politik ruhig was machen kann. Ich wäre auch für Alkoholwerbung absolut verbieten. Ich würde den Alkohol nicht verbieten, aber zum Beispiel die Werbung, diese positive Erstattung, das Sponsern von Filmen. Das ist ja, wenn Sie heute einen Film drehen, die Leute rauchen, kriegen Sie Geld von der Tabakindustrie und wenn die Leute was trinken, kriegen Sie auch von der Alkoholindustrie einen Cateringwagen hingestellt oder so. Sie sagen, Rauchen ist uncool geworden, dafür sind andere Dinge vielleicht cool, zum Beispiel Energydrinks. Ja, die kommen erstmal so harmlos daher. Ja, schmecken so ein bisschen wie flüssige Gummibärchen, gehören mittlerweile auch für viele junge Leute einfach so dazu. Sie haben mit 14, 15 angefangen, Energydrinks zu trinken. Wie lange hat es gedauert, bis das so täglich irgendwie dazugehörte? Ich glaube, einige Jahre. Also ich habe es nicht mehr so im Kopf, weil es auch eine wahnsinnig lange Zeit Teil meines Lebens war. Aber es hat sich langsam eingeschlichen. Und ich glaube, mit 18, 19 habe ich allein gelebt und da war Energy immer bei mir zu Hause präsent. Also es ist ein bisschen so, wie es Frau Eisele beschrieben hat, morgens, egal wann, also es war immer da? Genau, also irgendwann war natürlich auch relativ schnell keine Wirkung mehr da und dann habe ich morgens einfach, es war Standard, ein Energy zu trinken. So wie ich jetzt heutzutage morgens als erstes ein Glas Wasser trinke, habe ich da halt eine Dose Energy getrunken oder zwei. Also das war dann irgendwann Normalität. Und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, die Herr Rüther ja auch so oft stellt, wie Sie gesagt haben. Warum? Was hat Ihnen das denn gegeben? Am Anfang, das war bei den meisten meiner Klassenkameraden so und das beobachte ich jetzt heutzutage auch bei den jüngeren Followern von mir, Prüfungsphase, man lernt nicht rechtzeitig, dann lernt man eine Nacht durch, dann will man während der Prüfung nicht müde sein, hat ein Energy in der Schule mit und so fängt es dann an und so war es dann auch bei mir, Prüfungsphasen und besser lernen können und irgendwann habe ich gemerkt, oh cool,
du kannst länger wach sein für eine Prüfung, also bist du nachmittags mal müde, also kannst du ja auch einen Energy trinken. Ich war immer ein relativ langweiliger Mensch, auch mit Partys und so. Nachts wach bleiben finde ich voll anstrengend und wollte aber auch mal Partys machen und lange wach sein. Also habe ich dann auch mal einen Energy getrunken und so hat sich das immer mehr eingeschlichen. Und irgendwann hat mir der Energy gar nicht mehr so viel gebracht zum Wachsein. Also hatte gar nicht mehr so viel Wirkung. Nein, also die erste Wirkung kam dann nach 2, 3 Energies oder so. Mhm. Und die Hemmschwelle ist dann auch immer mehr gesunken. Also Sie waren eigentlich immer, wenn Sie irgendwo waren, waren Sie mitten im Energy drin. Total unangenehm, ja. Also jetzt im Nachhinein denke ich, krass, was war los mit dir? Was warst du für ein Mensch? Wie war das denn für andere? Wurden Sie darauf angesprochen? Also keine Ahnung, Familie oder so, wenn Sie zu irgendwelchen Anlässen immer diese Dose dabei haben? Mein Umfeld hat es probiert auf jegliche Art und Weise. Es gab auch nur eine Person, die ich kannte, die mehr Energy getrunken hat. Alle anderen haben teilweise gar keinen oder wenig getrunken oder auch nur zu speziellen Anlässen wie Prüfungen oder Feiern. Aber es hat natürlich nichts gebracht. Also ich habe es dann irgendwann auch mit Humor überspielt. Ja, haha, lustig, weil ich es nicht ohnehin bekommen habe. Aber rückblickend betrachtet merke ich, wie unangenehm mir das war. Also man hat zum Beispiel, es war ja bis vor ein paar Jahren noch so, ein schönes Essen mit seinen Schwiegereltern, elegant, Happy Family Stimmung am Tisch, tolles Essen. Ich komme da mit einer Energy-Dose hin. Meine Schwiegereltern, wundervolle, tolle Menschen, Engel, wie sie sind, nehmen es so hin, sagen nichts, aber es ist halt scheiße und es ist peinlich. Es ist ja so, bei Partys wird das ja auch gerne noch kombiniert, zum Beispiel mit Wodka. Schrecklich. Also haben Sie auch Erfahrung? Ja, also ja. Ich war auf Partys, ich lebe ja in einem Dorf und dann gibt es dann coole Dorfpartys und dann hat man so all you can drink und dann hat man 3 für 2 und das ist das günstigste Angebot an dem Abend und in jungen Jahren hat man auch nicht so viel Geld und ich mochte teilweise gar kein Wodka trinken, weil irgendwann ist es unangenehm, es schmeckt auch nicht, diese komischen Mischungen, aber du kannst halt 3 Wodka Getränke kriegen oder du kriegst einen Cola Korn oder irgendwas, also nimmst du Wodka und trinkst da massenweise Drinks. Herr Kranzke, wie ist das bei Ihnen und Ihrem Freundeskreis? Spielt das da auch eine Rolle, das Thema Energy Drinks? Ja, eigentlich nur auf Partys, wie sie eben schon angesprochen hat. Wodka ist ein beliebtes Getränk bei uns im Kreis. Das wird dann gerne mal getrunken. Also Wodka heißt Wodka plus Energy Drink. Wodka plus Energy, ja. Richtig. Das wird schon gerne mal getrunken, weil es halt, ich sag mal, kostengünstig ist in Clubs. Ja. Und man wird schnell... Ich will jetzt nicht das Wort voll verwenden, aber es ist eigentlich das passende Wort. Ja. Davon wird und es schmeckt halt auch ganz gut, aber zum Glück übertreibt es keiner. Ist das bei Ihnen auch im Kühlschrank? Ich glaube, Sie haben einen Sohn, der ist 17 jetzt, ne? Ja, genau. Jetzt steht das auch im Kühlschrank? Nee, der hat sowas gar nicht. Mhm. Im Freundeskreis wird getrunken, also diese Energy Drinks, aber er hat irgendwie den Sprung ganz gut hinbekommen. Ja. Er hat auch bei mir hingeguckt in meinem Leben und er beschäftigt sich mit anderen Sachen. Was haben diese Drinks denn körperlich mit Ihnen gemacht? Es war ein schleichender Prozess, der mir zu der Zeit teilweise gar nicht aufgefallen ist. Also es waren Kleinigkeiten, wie dass ich wahnsinnig schlechte Haut bekommen habe. Es gab eine Zeit, da hatte ich wirklich fast perfekte Zähne, sodass ich als Zahnmodel hätte durchgehen können. Die haben sich dadurch verschlechtert, was mich dann auch wirklich genervt hat, weil ein schönes Lächeln ist sehr wichtig. Da habe ich auch mit Zahnärzten gesprochen und mittlerweile alles gut. Ja. Glück gehabt. Ja. Aber das war ein Faktor. Herzrasen. Also von dem Koffein schon, die Pumpe ja, ging ordentlich. Ja, ganz oft. Und ich habe das gar nicht gemerkt, dass es so im Zusammenhang ist. Also auch wenn ich feiern war oder wenn ich sehr viel Energy konsumiert habe, dachte ich, okay, du hast halt mal Herzrasen, das ist, vielleicht bist du gerade aufgeregt. Dass ich nach dem Feiern zu Hause war und teilweise noch 10 Stunden nicht richtig schlafen konnte, weil ich Herzrasen hatte, Schweißausbrüche und all solche Sachen habe ich gar nicht gemerkt. Und das Weitertrinken von dem Energy trotz dieser Probleme, also es gab zum Beispiel eine Energy-Sorte, die höllisches Zeug wird überall öffentlich verkauft. Ich dachte so, das hat ein Bekannter von mir immer getrunken, das waren 0,5 Dosen. Und ich dachte, oh krass, der läuft immer mit so einer Dose rum und hat Paletten voll Assi. Ja toll, du hast zu Hause auch Paletten mit 0,3 Energy-Dosen. Und das Zeug, was er getrunken hat, war wahnsinnig künstlich und das wollte ich nie trinken. Es hat mir gar nicht geschmeckt. Irgendwann habe ich aber gemerkt, es ist besser, davon einzutrinken, anstatt 3 kleinere und habe irgendwann dieses Ekelzeug getrunken, was ich gar nicht mochte und habe nach einer Dose ganz schlimm Herzrasen bekommen, Schweißausbrüche und super unangenehm und hat trotzdem die nächste Dose getrunken. Also total dumm in dem Moment. Und Sie haben jetzt so im Nebensatz gesagt, Sie hatten palettenweise. Ja, die, total peinlich. Also da gehe ich, ich habe mein Lieblingsenergy von Lidl gehabt irgendwie, weil der war günstig und lecker und hatte keine Kalorien. So. Und dann bin ich
mein armer Mann zu dem Lidl und dann zu dem Lidl, weil den gab es da nicht mehr, und habe da palettenweise Energy gekauft. Was ist denn passiert, wenn mal nur noch drei da waren oder so? Total gestresst, da war ich genervt und habe dann an Tankstellen Energy geholt. Also das war auch so der Übergang zwischen gerade am Anfang, ja, ich kaufe mal einen vor einer Prüfung, bis ich habe keine zu Hause, also hole ich welche an der Tankstelle, ja, super teuer, also hole ich mir einfach eine Palette. Und dann bin ich rumgefahren, bis ich meinen Lieblings-Energy gefunden habe, und wenn es den nicht gab, dann habe ich mir halt andere Sorten gekauft, die mir vielleicht gar nicht so geschmeckt haben. Aber das ist ja bei Sucht egal. Es ist ja meistens, glaube ich, dasselbe Prinzip. Man raucht auch Zigaretten, die einem nicht schmecken. Wenn die Droge nicht passt, okay, dann nimmst du halt die andere, die vielleicht nicht so schmeckt. Ich meine, bei Ihnen war es dieser 4. August, bei Ihnen waren es die Halluzinationen, die Angst gemacht haben. Was gab es denn bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, ich will so nicht weitermachen? Ich wollte nicht mehr Sklave einer Sucht sein. Und da, klar, mein Umfeld hat vorher auch viel mit eingewirkt, aber das hat ehrlicherweise nicht so viel gebracht, außer ja, Scham, dann habe ich vielleicht mal kein Energy mitgenommen zu der Veranstaltung, hatte ihn aber heimlich in der Tasche, ja toll. Und irgendwann habe ich meinen Partner kennengelernt und bin erwachsen geworden. Und er sagt so, ey, das ist voll asozial, du läufst immer mit einem Energy rum, dein Auto ist voll gemüllt mit Energies, was soll das denn? Es war ihm auch unangenehm und ich habe es immer mit Charme gelöst, aber damit kommt man bei ihm nicht durch. Also mein Charme klappt Charme manchmal. Ich kann sehr charmant sein, aber in dem Fall, er ist hart geblieben. Und dann, also war es der Partner? Ein bisschen, doch, ja. Bisschen. Und, aber er hat es nie mit Druck gemacht, das fand ich sehr gut. Er hat mir den Spiegel sehr hart vorgehalten, härter als jeder andere Mensch in meinem Umfeld, aber immer so Schritt für Schritt, so dass die Entscheidung von mir kam, weil er wusste, er kann es nicht beeinflussen. Und reichte das dann zu sagen, ich will nicht mehr? Oder ich hatte wahnsinnige Angst davor, aufzuhören. Mhm. Also ich glaube, das ist bei Süchten oft so. Du hast ja diese unsichtbare Stütze. Mhm. Und ich dachte mir, wie soll ich das machen ohne Energy? Wie soll ich wach werden? Wie soll ich jemals wieder eine Party feiern? Das schaffe ich nicht. Und dann habe ich aufgehört. Ich hatte auch lange Zeit sehr starke Migräne und Kopfschmerzenprobleme durch den Energy. Und habe gemerkt, wow, mir geht's richtig gut. Ich habe kein Herzrasen. Meine Haut wird besser. Ich fühle mich nicht permanent asozial und schäme mich so. Und das hat mir dann geholfen. Und plötzlich war ich auch viel leistungsstärker als mit dem Energy, weil ich mit meinem Kopf nicht immer bei dieser Sucht war. Von wegen, oh, ich habe einen Termin, oh, ich muss noch ein Energy kaufen. Oh, ich habe kein Energy mehr. Oh, ich habe nur zwei Energies. Das war alles weg und ich war frei. Und das war das, was ich wollte, weil ich wollte kein Sklave mehr von der Sucht sein. Meine Energy-Drinks als Suchtmittel, Herr Rüther, Zucker, Koffein. Das war jetzt der klassische Suchtverhalten, Toleranzentwicklung, also irgendwann. Und das Spannende ist ja, wie bei den meisten Suchterkrankungen ist es so, dass sie irgendwann das genommen haben, um normal zu sein. Nicht um sich aufzuputschen, um irgendeine Wirkung zu haben, sondern um normal zu sein, muss man die Droge nehmen. Das war ja, fand ich ja ganz spannend. Also und Konsum trotz schon Folgen, die man sieht, und es ist noch dazu eklig und man hat was, und man Konsum trotz der Folgen, das sind jetzt schon drei Suchtkriterien, die wir könnten das schon so machen. Also eine klassische Sucht war das. Sie haben dann irgendwann sehr viel gearbeitet, als Sie eigentlich schon davon weg waren. Und da gab es einen Rückfall. Plötzlich waren die Dosen wieder Teil Ihres Lebens. Wie ist das bei Ihnen, Frau Eisele, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Supermarkt sind und da steht so ein großes Regal mit diversen Alkoholsorten? Es ist wirklich tagesabhängig. Also ich habe keinen Suchtdruck, aber an manchen Tagen ist es echt so, dass ich einen anderen Weg einschlage, dass ich nicht an dem Alkohol vorbei muss, weil ich es einfach nicht möchte. Versuchen Sie es auch zu meiden? Haben Sie auch solche Tage? Oder? Also manchmal habe ich das Bedürfnis, einen Energy zu trinken, aber ich weiß, gerade durch diese Erfahrung, ich war bei einer Firma, die ich berate manchmal Firmen im Social-Media-Bereich, die hatten einen Energy-Sponsoren und dadurch hatte ich halt permanent Zugang, habe 16 Stunden Arbeitstage gehabt. So bin ich dann wieder ein bisschen reingerutscht und habe gemerkt, okay, du bist jetzt genau wieder die Person, die du nicht sein willst, und habe mich distanziert, aber ich glaube, man hat im Kopf trotzdem manchmal diese Verknüpfung, gerade bei diesen legalen Sachen, Rauchen, Alkohol, Energy. Manchmal habe ich Lust darauf, dann hole ich mir eine Rhabarberschorle. Also wegen dem Prickeln oder wegen der Kohlensäure oder so. Ja. Ist es das? Braucht man irgendwelche, wenn man dran denkt, was begünstigt einen Rückfall? Ist es ein Vorteil, was anderes zu haben, auf das man dann ausweicht? Also wir sagen, die Feuerwehr, die übt, wenn es nicht brennt. Das heißt, es ist immer gut, sich zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich in so eine Situation komme, wenn mir jemand eine anbietet. Was mache ich im Supermarkt, dass sie es vorher üben? Und das ist genau das Korrekte. Okay, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann hole ich mir eine Rhabarberschorle. Oder wenn ich so nicht, da gibt es etwas dafür. Dass man vorher schon im Kopf sich trainiert hat, das üben wir mit den Patienten. Wenn wir bisher über die Dinge geredet haben, die einen zwar tief reinziehen,
Aber dann ist ja, wie wir gesagt haben, immer noch die Frage, ab wann beginnt die Sucht, wie kommen wir dahin? Und wir haben gesehen, dass es sehr negative Wirkungen haben kann, wenn wir tief in eine Sucht geraten. Mhm. Sie, Herr Rätsch, haben Cannabis seit Ihrer Jugend, seit Ihrer frühen Jugend, muss man sagen, ja konsumiert. Ja. Sie haben gesagt, mit 12 ist es losgegangen. Erzählen Sie noch mal, Sie haben es schon angedeutet, aber woher hatten Sie das denn damals mit 12? Also 1967 habe ich in dem Radioapparat bei meiner Oma gehört, wie jemand erzählt, oh, ganz furchtbar, jetzt kommt das Hasch, so sagte man damals noch, auch zu uns und unsere Kinder werden alle im Straßengraben landen. Und ich wusste, die lügen. Das kann nicht angehen. Mhm. Und meine Oma hat immer zu mir gesagt, probieren geht über studieren. Und ich bin ein totaler Superforscher und Wissenschaftler. Und das mein ganzes Leben ist darauf vollständig ausgerichtet. Also habe ich mir gesagt, wieso, wenn Cream und Jimi Hendrix davon begeistert sind, dann kann das nicht schlecht sein. Und dann habe ich zwei Jahre lang gesucht und dann im Schulbus war ein älterer Schüler, der sagt dann, ja, Hasch, Hasch, Hasch und so. Das Wort Haschisch war ja unbekannt zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt, oh ja, ich. Und ich hatte gerade genug Taschengeld mit, dass ich mir so ein Stückchen Libanesen kaufen konnte. Und habe das dann ausprobiert, weil ich zu der Zeit Tabak überhaupt nicht mochte und eklig fand. Und auch. Und wie fanden Sie das dann? Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Ich habe das Haschisch, aber ich will keinen Tabak. Und da bin ich auf die Idee gekommen und habe mir Pfefferminztee mit dem Haschisch verbröselt in eine Pfeife und ein paar Mal gezogen. Und nach einem Augenblick merkte ich, oh, das ist ja ein tolles Gefühl, ist sehr schön und ist alles wird so humorvoll. Und das war auf einer Wald. Lichtung und mit einem Freund zusammen. Und das war einfach wunderschön. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lande aber nicht im Straßengraben. Und habe dann angefangen, generell alles, was es an psychoaktiven Substanzen gibt, näher zu erforschen und zu ergründen. Und das ist ja auch Ihr Job geworden. Ja, ja, und ich habe ja auch diese riesige die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen geschrieben, wo ja der Punkt ist ja der, da ist zu jeder Pflanze eine Monographie, da kann man über die Geschichte nachlesen, wie die aussieht, wo sie verbreitet ist, welche Teile benutzt werden, wozu, in welcher Kultur wird es wie eingesetzt, weil das geht ja bei diesen ganzen Dingen da zunächst darum, wie kann mir das nützen? Mhm. Aber und das ist natürlich ein vollständig anderer Zugang. Ja, wenn ich noch mal so auf die Zeit damals zurückgehe, Sie haben ja gesagt, dass 67 war das, als Sie das erste Mal im Radio gehört haben, 69 war Woodstock, da müssten Sie dann eben so 11, 12 gewesen sein. Ja, ja, das heißt, Sie waren ja eigentlich zu jung, um da schon in der Szene richtig mitzumischen. Nee, würden Sie so im Nachhinein sagen? Nee, ich war mit allem, was mich interessiert hat, immer viel früher als alle anderen. Also würden Sie schon sagen, auch damals waren Sie dann mit Überzeugung Hippie, mit total. Das bin ich bis heute komplett. Weil was gibt es Schöneres als Liebe und Frieden? Also besser geht's doch gar nicht. Und in welchen Situationen konsumieren Sie es dann? Also in welchen Situationen kiffen Sie dann? Abends, haben Sie schon gesagt? Oder auf jeden Fall nach der Arbeit? Ja, ja, also gerne mit alten Freunden auch, bei denen das auch so ist. Die haben früher sehr viel gekifft und das ist dann mit den Jahren immer weniger geworden. Und schon auch so ein Gemeinschaftsding. Ja, und das Interessante ist ja am THC, dass man, je älter man wird, desto weniger braucht man für eine fast noch stärkere Wirkung. Das heißt also, wenn ich einmal diese modernen Sorten rauche, dann bin ich 8 Stunden voll breit. Und das
wird mir viel zu langweilig. Dann, das ist zwar toll, wenn ich in ein Konzert gehe oder so und man irgendwelche Enhancer, kann man sie auch nennen, nimmt, damit es noch ein stärkeres Erlebnis wird. Ist es auch richtig, dass Sie auch durchaus sexuell, Sie und Ihre Frau, das so als stimulierende Geschichte empfinden? Wir haben alles ausprobiert, was es an sexuellen Stimulanzen gibt. Wir haben zusammen so eine dicke Enzyklopädie der Liebesmittel geschrieben. Also, ja, und Sie sind auch, haben Sie auch schon gesagt, Ethnopharmakologe. Und beschäftigen sich auch mit dem Gebrauch von psychoaktiven Substanzen, würden Sie sagen, das eine ist die Substanz und das andere ist die Frage, wie eine Kultur sie integriert, auch in den Alltag? Da bin ich ganz entgegensetzter Meinung wahrscheinlich. Aber das Wichtigste ist das kulturelle Umfeld, in dem man die Substanzen kennenlernt und in dem man lernen kann, wie man mit ihnen gewinnbringend umgeht. Und das ist praktisch in allen schamanischen Kulturen, da gibt es keine Suchtprobleme mit nichts, weil alles ist frei, alles darf gemacht werden, aber es wird in einem rituellen Rahmen mit einer Basis auf der stammesgeteilten Mythologie genommen und diese Dinge werden genommen, um Erkenntnisse über sich selbst und Erkenntnisse über Ursprünge von Krankheiten, an denen man leidet, wie man die erkennen kann und wie man dann mit Hilfe eines Schamanen, einer Schamanin das bearbeiten kann. Das geht um Visionen aus, nicht irgendwie Halluzinationen sind was völlig anderes als Visionen. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar, jederzeit. Das heißt also, in den schamanischen Kulturen wird das geführt sozusagen, wenn die anderen in dem Stamm auch sozusagen in den Rauschzustand kommt, dann werden sie von dem Schamanen angeführt. Ja, das ist Und es ist ein Ritual, was nur zu besonderen Anlässen gemacht wird. Das heißt, sie sind auch nicht süchtig, weil sie nicht sagen, ich komme jetzt am Abend in mein Zelt, und zwar jeden Abend, und ich mache dann meine Pfeife an und muss das jetzt rauchen. Sondern es wird geführt. Ja, und also die Substanzen, die mich interessieren, sind halt die schamanisch genutzten. Also das sind Substanzen, die enthalten Stoffe, die man meistens als Psychedelika bezeichnet, wie LSD und Zauberpilze, Ayahuasca. Und das sind alles Dinge, die in Ritualen eingenommen werden. Haben wir ja nicht in der europäischen Kultur. Ne? Natürlich haben wir das. Da hat unsere Generation für gesorgt, dass wir es haben. Also aber der Kulturkreis, ich verstehe. Also, Respekt. Okay. Ja, wir haben eine Kultur geschaffen, die nicht gesehen werden will. Alles aber klar. Würden Sie denn sagen, ich meine, wie sehen Sie das in der Runde? Sie haben so ein leichtes Kopfschütteln. Kann eine Form von, wie Sie haben es mit den Visionen beschrieben, eine Form von Rausch auch was Gutes für uns sein? Nachdem wir hier viel über negative Auswirkungen gesprochen haben, Frau Kahnke. Also ich will Ihnen das nicht absprechen. Sehr nett, danke. Das steht mir gar nicht zu. So, und aber ich kann einfach nur sagen, mein Bruder ist ja an Heroin gestorben. Ja, das ist ja was völlig anderes. Das darf ich mal ausreden? Kultur, mit würden Sie mich, Welt ja, nichts Herr, zu tun. Frau Hernke, aber eben noch mal. Ja. So, und ich kann einfach nur sagen, als ich anfing, das Buch zu schreiben, war ich davon überzeugt, dass seine Einstiegsdroge Cannabis gewesen sei. Und je länger ich mich mit seiner und unserer Familiengeschichte beschäftigt habe, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass seine Einstiegsdroge Alkohol war. Damit hat es angefangen. Schrauben und Saufen. Das war die Freizeitbeschäftigung der Jungs bei uns im Dorf. Und so hat es angefangen. Ja. Und irgendwann hat das nicht mehr gereicht. Dann ist er zum Cannabis. Und wie gesagt, jeder, der damit umgehen kann und das so reglementiert kriegt nach der Arbeit und sonst nicht, wunderbar. Mein Bruder konnte das nicht. Was ich aber doch noch mal sagen muss, wir haben keine Kultur, die uns ein kulturelles Zuhause gibt, in dem wir uns frei und glücklich und sozial integriert fühlen können. Das gibt es nicht mehr. Das ist alleine schon dadurch, dass es verschiedene Religionen gibt, kann es das gar nicht geben. Und das ist sehr schade. Und dann ist natürlich, wenn man jetzt die Gesellschaft als Ganzes betrachtet, ein Aspekt und der andere ist auch die persönliche Familie.
inwiefern fühle ich mich eigentlich bei meinen Eltern zu Hause und liebe ich die und lieben die mich und so weiter. Das sind doch die essentiellen Fragen. Also das wundert mich überhaupt nicht, dass massenhaft Leute in Suchtprobleme abgleiten. Sie beschreiben auf der einen Seite eine Kultur und sagen, die wird gar nicht so gesehen, da gibt es vielleicht auch nicht die Wertschätzung dafür. Auf der anderen Seite sagen Sie auch, die wenigsten können damit umgehen, so wie Sie es gelernt haben. Wie können wir dann also... Wie beurteilen Sie das? Wie können wir als Gesellschaft damit umgehen? Also es ist nicht so, dass jeder, der ein Suchtmittel nimmt, auch sofort davon abhängig wird. Aber es ist halt schon so, dass wir genau das, also so eine rituelle Gabe irgendwann mal, und das ist genau reglementiert, das ist es halt nicht. Die Suchtmittel sind frei verfügbar und es gibt halt sehr viele Menschen, die diese Widerstandskraft nicht haben, natürlich. Wo das sich dann sehr schnell eben in solche Dinge entwickelt, die wir jetzt alle gerade gehört haben. Wie ist das denn? Reden Sie mit Ihrem Sohn, wie gesagt, er ist 17, über sein Verhältnis zu Drogen? Ja, ja? Er berichtet mir einfach seine Erfahrung, was so im Park passiert, in Berlin um die Ecke. Aber er profitiert vor allen Dingen eben auch von dem Umgang, von der Offenheit, die ich ihm gegenüber hatte, mit meiner Selbsthilfegruppe. Mhm. Und wenn er jetzt käme und sagt, du, wir rauchen da ab und zu mal einen Joint, was würden Sie sagen? Würden Sie es locker sehen oder gar nicht locker? Könnte ich nicht machen, weil ich persönlich wüsste, dass ich das vielleicht nicht überlebe. Aber mein Respekt, also ich versuche mich da jetzt reinzudenken, es ist total komplex, was Sie erzählen. Ja, das also ich finde, womit auch. Sie recht haben, ist, die Menschen haben das Bedürfnis, sich zu berauschen. Nein, und auch zurecht. Zuknallen. Genau. Damit sie endlich vergessen, genau. Wie schrecklich ihre Familie, wie schrecklich die Schule, wie schrecklich die Firma, wie schrecklich die Gesellschaft. Ich glaube, so weit muss man noch nicht mal gehen. Also in dieser Hochleistungsgesellschaft natürlich, und so ging es mir auch jahrelang, dass ich abends zum Runterkommen ein Glas Wein brauchte. Also brauchen ist jetzt übertrieben, aber dass ich das ganz nett fand und man entspannt. Und ich habe, nachdem ich mich halt mit der Geschichte meines Bruders beschäftigt habe, habe ich irgendwann gedacht, Alkohol, du bist ein Mistkerl. Du kommst da so her in wunderschönen Flaschen. Du sitzt immer am Tisch, du verbreitest gute Laune. Eigentlich bist du ein Nervengift. Und das war dann der Geburtstag meines Mannes. Wir haben eine Flasche Champagner zu dritt geköpft. Ich habe zwei Gläser getrunken und habe danach gedacht, irgendwie ist es mal zu Ende mit uns. Und dann kam Weihnachten, dann kam Silvester. Ich hatte kein Bedürfnis, Alkohol zu trinken. Dann kam mein Geburtstag. Ich habe im März Geburtstag. Ich hatte immer noch kein Bedürfnis. Und dann hat mich einfach der Ehrgeiz gepackt. Und ich habe gedacht, schaffe ich das eigentlich, ein Jahr kein Alkohol zu trinken? Und ich habe mittlerweile seit einem Jahr und drei Monaten absolut gar keinen Alkohol getrunken. Nun war ich keine Alkoholikerin. Mhm. Aber so das Glas Wein am Abend, das gehörte schon dazu. Und wenn schon, dann schon Sekt oder Champagner. Not fast. Und mir fehlt nichts. Und ich muss eins sagen, meine Erfahrung ist die, nach ein paar Wochen setzt so eine Klarheit ein, die ist besser als jeder Rausch. Ja, das stimmt. Das muss ich wirklich sagen. Mal eine andere Frage dazu. Es ging ja Jahre und Jahrzehnte immer schon darum, sollte man Hasch, sollte man Cannabis legalisieren? Ja. Jetzt läuft es ja auf eine Entkriminalisierung auf jeden Fall hinaus. Kann man denn durch Sanktionen oder durch Strafen den Drogen beikommen? Also das ist eigentlich gescheitert. In den letzten 50 bis 100 Jahren haben wir Drogen kriminalisiert, wir haben Drogenabhängige eingesperrt, die Gefängnisse sind voll. In den Gefängnissen wird weiter konsumiert, da hört niemand auf. Wir haben Prohibition in Amerika gehabt, das hat auch nicht viel gebracht. Also der Zug ist Gott sei Dank auch ein bisschen abgefahren. Die meisten haben es verstanden, dass es eine Sucht ist, meistens eine Erkrankung. Wir haben darüber gesprochen, es gibt so viele Gründe, warum man Suchtkrank ist, und die Leute einzusperren bringt nichts. Es bringt es was, die Leute zu informieren. Es bringt was, gescheite Politik zu machen. Mhm. Zum Beispiel diese Verfügbarkeit der Suchtmittel, dass Alkohol überall steht, ist ein Quatsch. Die Werbung wegmachen, dass es billig ist, ist ein Käse. Also solche Geschichten, da muss man Hirnschmalz hineinstecken. Und da gibt es viele Länder, die das auch uns vormachen. Und deshalb finde ich die Richtung mit dem Cannabis schon gut. Ja. Sagen Sie auch, Entkriminalisierung ist ein guter Weg? Nee, möchte ich mich enthalten, weil ich davon, glaube ich, nicht genug Ahnung habe. Mhm. Ich glaube eher Aufklärung und Lebensgeschichten bringt's. Genau. Ich bin so beeindruckt von der Lebensgeschichte und ich weiß und ich spüre das eben auch, dass man das heute gehört hat von Ihnen und von mir und von uns. So, unsere Erfahrung. Das ist so eine große Hilfestellung für Leute, die vielleicht in einer Selbsthilfegruppe nur drei Geschichten hören. Und jetzt sind wir aber hier und haben so einen großen, wahrscheinlich so einen großen Radius und konnten was Gutes bewirken, hoffentlich.
Was mir aber noch wichtig ist, was ich echt noch hier loswerden möchte. Also wir sprechen hier über die Sucht. Was ist passiert während der Sucht? Wie bin ich reingerade? Bin ich rausgerade? Aber für mich ist es wirklich wichtig, dass ich meine Lebensgeschichte aufgearbeitet habe, dass ich bis zu den Wurzeln zurückgegangen bin. Und wenn ich das nicht getan hätte, ich könnte mich selbst nicht schützen, weil vor was sollte ich mich schützen? Aber ich wüsste es ja gar nicht. Ja? Spüren Sie auch, dass das was bewirkt, dass Ihre Geschichte was bewirkt, dass Sie helfen damit? Ist das auch ein gutes Gefühl? Also mir geht es so. Das weiß ich nicht. Also es ist total die Botschaft weitergeben, dass es möglich ist, ein suchtfreies Leben zu führen. Das ist ganz, ganz viel. Aber es ist auch viel. Sehr, also viele sagen, hey, es ist mutig von dir, dass du das hier erzählst. Für mich war es mutig, meine eigene Geschichte anzuschauen. Mhm. Also ich finde, da gehört viel mehr Mut dazu, alles aufzuarbeiten, mit der Familie zu brechen, ja, zu schauen, warum bin ich so geworden, wie ich war. Ich kann aber auch sagen, ich bin dankbar für die Zeit, weil die Zeit, hätte ich die nicht gehabt, wäre ich nie an die Wurzeln gegangen von meiner Geschichte. Und dann wäre ich immer durchs Leben gegangen mit diesem, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, hätte ich immer geantwortet, es geht. Mhm. Aber heute kann ich Gefühle benennen, weiß, wie mir es geht, weiß, was mir gut tut und vor allem, was mir nicht gut tut. Sie haben ja auch alle einen Weg gefunden, mit der Sucht umzugehen und rauszukommen. Aber wir wollen nicht verschweigen, dass das eben nicht jedem gelingt. Ihrem Bruder ist es nicht gelungen, Frau Herrnkind. Vor 2 Jahren haben Sie Ihren Bruder an die Drogen verloren. Das ist ja noch nicht lange her. Mhm. Wie oft denken Sie sich noch, Mensch, musste das so kommen? Könnte doch jetzt auch noch bei uns sein? Ja, also ich bin nach seinem Tod jeden Morgen um 4 Uhr aufgewacht, weil ich mir genau diese Fragen gestellt habe. Wie ist er süchtig geworden? Wann hat das angefangen? Hat es angefangen auf dem Dorf? War es später, als er halt, als er sich langweilte im Job und angefangen hat zu kiffen? Und ich bin mittlerweile der Meinung, Sucht fängt nicht unbedingt in Kindheit an und in Jugend. Das beginnt unter Umständen viel früher, nämlich Generationen früher. Und es gibt aber noch einen Punkt, den möchte ich auch in Ihre Richtung sagen. Ich bin, obwohl mein Bruder auch mit Cannabis angefangen hat, obwohl Cannabis ein Stein auf seinem Weg war, bin ich für die Legalisierung von Cannabis ganz dringend. Ich enthalte mich da nicht. Aus folgendem Grunde, ich glaube, Menschen wollen sich berauschen. Da kommen wir nicht drum, das haben Sie auch gesagt. Und als Vaterstaat muss ich mich dazu verhalten. Und was momentan nicht angehen kann, ist, der Staat hat Alkohol und Tabak im Angebot. Und wir haben verdient daran. Und er sagt, er zieht dann eine irrationale Grenze. Und soll weil an den man anderen auch noch verdienen? Also man soll den Kreislauf noch erhöhen und noch mehr verdienen an dem Unglück anderer Menschen? Oder nee, also ganz ehrlich, ich möchte ja, Sie werden mit Verboten nichts. Verbote werden einfach, also wenn Verbote nützen würden, dann würde niemand Cannabis konsumieren. Es sind aber fast 3 Millionen Leute, die Cannabis konsumieren. Und sie müssen sich dazu verhalten. Es ist schädlich, es ist gesundheitsschädlich. Natürlich ist es gesundheitsschädlich. Warum noch eins zu legalisieren? Darf ich mal bitte ausreden? Natürlich, bitte. Alkohol ist auch gefährlich und Alkohol ist auch schädlich. Ja, natürlich, ist eine Droge. Und ich finde, bei Cannabis ist es einfach so, Sie können doch nicht zusehen als Staat, dass die Leute sich die Birne wegknallen mit Zeugs, das gestreckt ist mit Sand, mit Glas, wo der THC-Gehalt so hoch ist, dass man das nicht beherrschen kann. Und ich bin ganz bei Ihnen, man muss auf Aufklärung setzen. Man muss den Leuten sagen, okay, du kannst das jetzt kaufen bei lizenzierten Händlern. Wir versuchen das mal 4 Jahre lang. Dann gucken wir und das Zeugs, was du hier hast, ist noch immer ein Scheißzeugs. Ja, das illegale Zeug wird nicht verschwinden. So, ja, da bin ich anderer Meinung. Das ist die große Frage. Das Problem ist, die Drogen sind ja da. Die sind da. Wir dürfen nicht vergessen, Sie können alles im Internet sofort bestellen, haben es übermorgen im Postkasten. Das ist das, was ich täglich erlebe. Ob das jetzt legal ist oder nicht, die Kiddies kommen zu uns, die Leute, und haben die Sachen einfach, die kriegen die Sachen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir die Positionen auch hier haben. Denn die finden wir in der Gesellschaft. Das Pro und Contra, Entkriminalisierung und Legalisierung. Ja. Das haben wir ja überall. Ja. Und ich finde das gut, dass ich das auch in dieser Runde wieder spiegel. Sie können mir nicht erklären, warum man Alkohol legalisiert und Cannabis nicht. Weil Alkohol Kacke da sind. Warum noch einen dahin tun? Ja, aber genau. Alkohol ist die gefährlichste Droge der Welt. So.
Ja, das ist schon. So, und dann müssen Sie einfach, ich muss doch gucken, wenn ich aus so. Aus Gerechtigkeit, den Alkohol jetzt. Nein, ich finde auch. Ist, nein, aus Fürsorgepflicht. Aus Fürsorgepflicht, weil ich sagen muss, ich sehe hier die Süchtigen. Cannabis ist die beliebteste illegale Droge in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Und dann müssen Sie sich dazu verhalten und sagen als Staat, dann biete ich euch wenigstens Zeugs an, was euch hoffentlich nicht so krank macht. Frau Hernkens, Sie haben, ich glaube, jetzt die Position deutlich gemacht. Und wenn wir aber noch mal auf Sie schauen, Sie haben gerade gesagt, Sie sind der Meinung, das beginnt vielleicht gar nicht in der Jugend, in der Kindheit, vielleicht beginnt es schon in den Generationen davor. Mhm. Sie haben aber auch mal gesagt, die erste Droge für Ihren Bruder war es, verwöhnt zu werden. Mhm. Was meinen Sie damit? Also mein Bruder war eine Frühgeburt und meine Eltern hatten natürlich große Angst. Also sie hätten dieses Kind fast verloren. Er hätte das nicht überlebt. Er war ein 7-Monats-Kind. Er hat 3 Monate im Brutkasten gelebt. Und das hat meine Eltern schwer schockiert, verständlicherweise. Und bei mir war das so, ich brauchte nicht so viel Unterstützung. Ich hatte immer eine Idee, was ich mal machen könnte. Und wenn es mal nicht so lief, also das lief irgendwie schon so. Und bei meinem Bruder war das so, der brauchte mehr Unterstützung. Und meine Eltern haben dem sehr viel abgenommen. Also wenn zum Beispiel, er hatte einmal keine Lust, einen Deutschaufsatz zu schreiben. Da hat mein Vater den geschrieben. Und der Lehrer hat da drunter geschrieben, du schreibst wie ein Erwachsener. Mhm. Oder als es denn darum ging, eine Lehrstelle zu finden, damals herrschte Lehrstellenknappheit, da hat mein Vater eine Belohnung von 5.000 D-Mark ausgesetzt, um ihm eine Lehrstelle zu besorgen. Ich möchte das nicht verstanden wissen als Vorwurf gegen meine Eltern. Die waren halt in Sorge um dieses Kind und die haben es gut gemeint. Aber ich glaube, alles, und es ist immer sehr schwer als kinderlosen Eltern zu sagen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, aber ich glaube, dass diese Balance zwischen Verwöhnen und zu viel abnehmen, alles, was einem Kind abgenommen wird, kann es nicht lernen. Und ich glaube, das ist meinem Bruder zum Verhängnis geworden unter Umständen. Sie waren 3 Jahre älter als er, ne? Wie war denn Ihr Draht zueinander? Wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Wir haben uns zwar gekloppt, aber wir hatten immer irgendwie so ein enges Verhältnis. Mhm. Und ich habe dann auch viel versucht, meinem Bruder zu helfen. Also ich bin nicht co-abhängig geworden, aber ich glaube, ich war kurz davor. Co-abhängig war vielleicht meine Mutter. Bei ihr war das so, die ist wirklich durch die Hölle gegangen. Und die ist auch zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren, hat ihn zumindest dahin gefahren, dass er sich das Zeugs besorgen konnte. Klassiker. Ich habe versucht, ihn aufzunehmen. Also er hat dann auch versucht, mal eine Therapie zu machen. Ich habe ihn bei mir aufgenommen, ich bin aber auch gescheitert. Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Irgendwann haben Sie ja einen Anruf bekommen von Ihrer Mutter. Da war Ihr Bruder, glaube ich, ein junger Erwachsener. Und da hat sie gesagt, Uwe nimmt Drogen. Ja. Und ich habe gesagt, wie Mama, haben Sie reagiert? Mama, du spinnst. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, der schnupft Heroin. Und ich war, Heroin? Mhm. Diese Horrordroge? Mein kleiner Bruder? Niemals. Und sind Sie dann zu ihm hin? Oder? Ja, ich bin zu ihm hingefahren, sofort. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt. Ich hätte fast noch einen Unfall gebaut. Und dann habe ich ihn besucht in Hamburg und habe versucht, mit ihm zu reden, so ganz naiv, wie man das tut. Und er war aber nicht mehr für mich erreichbar, schon da nicht. Was heißt das? Was hat er denn gesagt? Er hat die Droge sehr verteidigt. Er hat gesagt, mach hier nicht so einen Hallas. Ich schnupf das Zeugs nur. Schnupfen macht nicht abhängig. Er hat auch gesagt, ich bin noch nicht blöd. Natürlich werde ich nicht, ich werde mir das niemals spritzen. Ein halbes Jahr später hing er an der Nadel. 9 Monate später hatte er das Studium geschmissen. Er hatte seine ganze Existenz verloren. Er war wieder bei meiner Mutter untergekrochen. Und ich habe wirklich die fürchterlichsten Momente mit meinem Bruder erlebt, weil dann habe ich ihn auch auf Turkey gesehen. Furchtbar, mein Bruder war ein sehr gut aussehender Typ, sehr eitel. Und also man konnte im Grunde genommen zugucken, wie diese Droge mein Bruder zerstört hat, hingerichtet hat. Und das zog sich 25 Jahre hin. Und was hat das mit Ihrer Beziehung gemacht? Sie haben gesagt, in der Kindheit, Jugend waren Sie eng. Waren Sie voller Wut, voller Enttäuschung, voller Sorge? Oder? Naja, also ich habe natürlich versucht, meinem Bruder zu helfen. Und ich bin natürlich gnadenlos gescheitert. Mhm. Und ich habe ihn dann aufgenommen. Und natürlich habe ich dann wieder blutige Spritzen gefunden. Und ich kann nicht mit einem Junkie leben. Und unsere Geschwisterbeziehung ist da auch wirklich, da gab es einen tiefen Graben. Ich habe ihn dann rausgeworfen, er hat mich angeschrien, ich hasse dich. Unschöne Szene. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Denn vorher gab es ja noch eine andere Situation. Sie haben dann wieder einen Anruf bekommen, diesmal von Ihrem Bruder, der was von einem Therapieplatz erzählt hat. Was ich habe ihn getroffen am Hamburger Hauptbahnhof. Ah, ja. Also er hat seine Sucht eine ganze Weile lang wirklich verteidigt und hat gesagt, ihr wisst nicht, wie schön das ist, Drogen zu nehmen.
Und irgendwann stand er dann am Hamburger Hauptbahnhof und hat gesagt, kannst du dich bitte morgen mit mir treffen um 8 Uhr? Ich brauche eine Fahrkarte, kauf die mir bitte auch erst morgen. Mhm. Ich habe einen Therapieplatz. Und waren Sie sich sicher, dass er dann auch da sein wird? Nee, ich habe mich aus dem Bett gequält relativ früh und ich dachte, er kommt bestimmt nicht. Und mein Bruder stand aber da. Und ich kann das heute kaum erzählen, weil ich damals so voller Hoffnung war und dachte, der schafft das und es geht bergauf. Und das sah zunächst mal auch so aus, als würde es bergauf gehen. Was muss denn passieren, dass eine Therapie gelingt? Was muss da zusammenkommen? Also nicht nur die Motivation, also schon mal ganz toll, was Sie gemacht haben. Das ist so die Grenze zwischen der Co-Abhängigkeit, aber dann doch da sein. Das ist eigentlich genau das. Das wäre schon jemand, wo man sagt, ist denn dann ein Entzug überhaupt sinnvoll oder muss man dann zum Beispiel nicht eine Substitution machen, was es ja heutzutage gibt. Die Therapie der Heroinabhängigkeit wäre heutzutage eine Substitution. Das heißt, man gibt ein weniger gefährliches Substitutionsmittel oder manchen geben wir sogar kontrolliert Heroin. Bei uns in der Klinik haben wir eine Heroinambulanz, wo die Menschen zu uns kommen, damit sie von der Straße weg sind, damit sowas nicht passiert, damit sie keine Infektionserkrankungen kommen und nicht die Autoradios klauen müssen oder sich prostituieren müssen. Diese ganzen schlimmen Dinge sind dann schon mal weg. Und wenn man die Patienten erstmal hat und die kontrolliert etwas zu sich nehmen, dann kann man gucken, wie kriegen wir denn normales Leben hin. Und einige unserer substituierten Patienten haben ein normales Leben mit dem Substitut. Das gibt es also auch. Er war in Therapie, ist dann bei Ihnen eingezogen. Ja. Haben Sie sich dann auch für ihn verantwortlich gefühlt? Ja. Und die Hoffnung war auch weiterhin? Ja, klar. Also als große Schwester ist man immer für den kleineren Bruder verantwortlich. Er hat sich aber auch immer für mich verantwortlich gefühlt. Also er musste auch früher, wenn ich in die Disco wollte, dann musste er mit, obwohl er jünger war. Und er hat seinen Job als Bodyguard sehr, sehr ernst genommen. Also es war immer so ein wechselseitiges sich beschützen. Ja, und ich habe dann wirklich, und das ließ sich gut an, wir sind nach Berlin gegangen. Mhm. Er hat einen alten Kumpel angerufen, der hat ihm sofort einen Job besorgt. Die haben dann wieder in der Werkstatt zusammen geschraubt und ich dachte, alles wird gut. Und dann kam der Meister halt nicht mit der Kohle über und sein Kumpel hat halt sofort einen neuen Job gefunden und mein Bruder stand dann wieder da, ohne Job, ohne Perspektive. Und ich würde auch sagen, ich kann nicht beurteilen, wie das heute ist, aber damals war das Nachsorge, fand ich, war dürftig. Und dann haben Sie irgendwann in der Wohnung, wie Sie gerade angedeutet haben, gesehen, er ist rückfällig geworden. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, ich kam von der Dienstreise nach Hause und alle Fenster waren offen. Es war klar, er hat was geraucht und versucht, das halt irgendwie zu vertuschen. Und dann ging halt die Tür auf und er kam halt rein und man sah auf einen Blick, dass er wieder drauf ist. Riesige Pupillen, verwaschene Sprache. Und ich war natürlich mega enttäuscht und habe dann in seine Tasche auch gegriffen, habe die Spritze gefunden und dann war der Streit da. Und ich wollte ihn dann eigentlich rauswerfen, habe mich dann noch mal breitschlagen lassen. Aber 14 Tage später habe ich dann wieder eine Spritze gefunden. Und dann kam es wirklich zum Eklat. Wobei ich heute sagen muss, das tut mir in der Seele weh. Ich habe ihn ja dann rausgeworfen und habe auch keine andere Möglichkeit gesehen. Aber heute würde ich sagen, ich hätte mir mehr Coolness gewünscht und mehr Professionalität. Also Sie fragen sich im Nachhinein immer noch, war das richtig? Aber ist es nicht das, was Experten so oft sagen, dass man Menschen, die in der Sucht stecken, auch Grenzen zeigen muss und sagen muss bis hierhin? Absolut, da kann ich Sie echt nur entlasten. Also wenn Sie jetzt bei mir in Beratung gewesen wären, habe ich gesagt, es gibt ein Stück, eine Grenze, wo dann Ihre Grenzen überschritten sind. Und so schlimm es ist eine schwere Krankheit. Das Schlimme gerade bei Heroinabhängigkeit, da gehört Lügen dazu und Betrügen. Ja. Das sind keine bösen Menschen, das ist die Erkrankung. Mhm. Drogenabhängige lügen ein Stück weit einen ins Gesicht, das musste ich auch erst mal lernen. Aber Sie versuchen sich auch Hilfe zu suchen. Ja. Wir haben zum Beispiel mit unserer Drogenhotline die Nummern im Moment in allen deutschen U-Bahnen hängen. Mhm. Ich arbeite in der Hotline, ich gehe auch selber ans Telefon. Das ist eine allgemeine Drogenhotline. Das heißt, wir sind keine Profis, sondern wir sagen, wo das nächste Meeting ist. Und wenn es ein schwerer Fall ist, dann verweisen wir auch an die entsprechenden medizinischen Stellen. Wir haben immer noch ein Problem. Wir haben eigentlich in Deutschland ein großes Hilfesystem. Wir haben Drogenberatungsstellen, wir haben so tolle Hotlines, wir haben Selbsthilfegruppe, wir haben Ehrenamtliche. Aber viele finden sie nicht. Oder die Vernetzung, die stimmt nicht im Moment. Das ist noch ein bisschen das Problem. Aber es gibt Hilfe. Er hat sich ja dann immer noch mal sporadisch, glaube ich, bei Ihnen gemeldet, wenn es um Hilfe ging. Oder ja, der Kontakt ist nie ganz abgebrochen. Ja. Also es ist so, er hat sich dann halt immer gemeldet, wenn irgendwas war. Wenn er einen Anwalt brauchte, weil er beim Dealen erwischt worden ist. Mhm. Wenn sein Hund, er hatte dann einen Husky, der war dann in der Tierklinik und er konnte natürlich die Tierarztkosten nicht bezahlen.
Und ich habe immer gedacht, das Tier gibt ihm Halt, das müssen wir jetzt auf jeden Fall bezahlen. Und wie war das für Sie? Er hat dann ja auch in der Obdachlosenheim gewohnt. Ja. Wie war das für Sie, für Ihre Mutter? Für also die Sozialarbeiterin hat damals zu meiner Mutter gesagt, das muss schlimm für sie sein. Aber für uns war das eine Erleichterung. Das klingt jetzt ganz gruselig, aber wir wussten ja teilweise nicht, wo mein Bruder war. Der hat auf der Straße gelebt. Und wenn Sie dann plötzlich so eine Nachricht hören, in Berlin ist ein Obdachloser angezündet worden oder erfroren oder erschlagen, das waren für mich fürchterliche Momente. Mhm. Und nachdem er ins Obdachlosenheim gezogen wurde, wusste ich wenigstens, wo er war. Und es war auch ein bisschen so, wir waren mit unserem Latein wirklich am Ende und da mussten Profis ran. Mhm. Und die haben ihn nicht von der Sucht losgekriegt, aber er war krankenversichert, er hatte ein Dach über dem Kopf, er hatte Ansprechpartner und ich bin den Leuten heute noch dankbar dafür, das muss ich wirklich sagen. Haben Sie ihn da mal besucht? Ja. Ja, und wie war das, als Sie dort vorbeigegangen sind? Also wir haben uns lange immer irgendwo am Maybachufer getroffen, weil er hat mich nie eingeladen. Mhm. Und ich habe auch lange wirklich Berührungsängste gehabt, in dieses Obdachlosenheim zu gehen. Und dann bin ich einfach mal hingefahren das erste Mal. Und es war total berührend, weil er war nicht in seinem Zimmer. Und der Hausmeister hat dann aber gesagt, ich gehe ihn mal suchen. Ich weiß, glaube ich, wo er ist. Und dann ist er in so ein Zimmer rein und da war mein Bruder dann auch. Und dann hat er gesagt, Uwe, ich habe eine Überraschung für dich. Und dann trat mein Bruder aus dem Zimmer raus und fing an zu weinen, hat mich umarmt, hat gesagt, dass ich dich noch mal wiedersehe. Und ich war dann wieder so, dass ich gedacht habe, ich muss ihn hier rausholen. Mhm. Ich habe ihm dann auch angeboten, zieh einfach zu mir, wir versuchen das noch mal, zieh zu mir nach Lübeck. Wir suchen dir eine Wohnung, wir versuchen das noch mal. Aber das wollte er dann auch nicht mehr. Und ich glaube, da fehlte einfach auch die Kraft, ne? Sie haben ihn dann 6 Wochen vor seinem Tod, glaube ich, noch mal gesehen. Ja. Wie ging es ihm da? Wie war diese Begegnung? Ach, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich das noch mal gemacht habe. Das war eine sehr schöne Begegnung. Er war total gut drauf. Er war auch nüchtern. Also er war orientiert, wach, ansprechbar, wie Ärzte das immer nennen. Und wir sind dann essen gegangen. Und wir haben so ein bisschen komischerweise unsere Kindheit Revue passieren lassen. Er hat dann gesagt, ich bin auf 5 Bier runter. Ich lasse jetzt auch meine Zähne machen. Mhm. Man muss sagen, mein Bruder hat für seine Sucht einen ganz hohen Preis bezahlt. Also er hatte sich an einer verdreckten Spritze mit Hepatitis C infiziert. Er hatte keine Zähne mehr im Mund. Er hatte eine chronische Lungenkrankheit, weil er das Heroin später nicht mehr gespritzt hat, sondern auf Folie geraucht hat. Den Drachenjagen nennen das die Junkies. Und er ist dann irgendwann mal gestürzt, ist auf seinem Bein, hat lange, also viele Stunden auf seinem Bein gelegen. Da sind irgendwelche Adern abgeklemmt worden, das musste operiert werden. Sein Bein war dann wirklich 3 Zentimeter kürzer, er konnte nicht mehr richtig laufen. Und ja, das hat man schon einfach gesehen. Er hatte dann so orthopädische Schuhe, blickte an sich herunter und sagte, guck mal, wie das aussieht. Also es war schon... ja, er war am Ende. Ne? Hätten Sie sich denn vom Hilfesystem, was ich so ein bisschen vertrete, jetzt was gewünscht? Oder sagen, da ist was schiefgelaufen, was hätte die Gesellschaft machen sollen? Das ist ja ganz schrecklich und geht ja einem wirklich nahe, was Sie da erzählen. Also ich finde, die Nachsorge war damals, 2 Sachen, die Nachsorge war damals einfach nicht ideal. Mhm. Ich muss ansonsten sagen, mein Dank gilt auch den Drogenberatern, mit denen ich über die Jahre immer sprechen konnte, die mir auch gesagt haben, schmeißen Sie ihn raus. Wann? Jetzt. Der hat keine Beziehung zu Ihnen, der hat eine Beziehung zur Droge. Und ich finde das sehr nett, dass Sie sagen, Sie möchten mich entlasten. Aber ich glaube, diese Schuldgefühle tragen Sie als Angehöriger mit sich herum. Wie haben Sie denn von seinem Tod erfahren? Ja, also es klingelte an der Tür. Es war schon recht spät, 21.30 Uhr. Ich saß im Bett und las. Mhm. Und dann habe ich zum Fenster rausgeguckt. Da standen 2 Männer in Zivil und ehrlich gesagt, wenn ich alleine gewesen wäre, ich hätte nicht geöffnet, aber mein Mann war schon an die Tür, hielt den Summer gedrückt. Und dann kamen eben 2 Männer die Treppe hoch und bei dem Jüngeren, ein Jüngerer, ein Älterer und bei dem Älteren rutschte dann so ein bisschen die Jacke zur Seite und da stand Polizei drauf und dann haben die mich angeguckt, Frau Herrnkent, sind Sie die Schwester von... Wir müssen Ihnen leider sagen, dass Ihr Bruder verstorben ist.
Ja, und das ist natürlich, ich habe damit immer gerechnet, aber wenn es dann soweit ist, das ist, als wenn sie einen Hieb mit Mama kriegen. Sie haben ja gesagt, diese Gefühle von, die Vorwürfe, die Sie sich machen, die werden Sie immer begleiten. Sie haben aber ja wie alle hier, auch wie Sie, Frau Heisele, wie alle, auch drauf geschaut. Also Sie haben ja geguckt, was ist denn passiert mit meinem Bruder? Was ist denn da auch passiert mit mir? Was ist denn das, was Sie vielleicht auch nach außen vermitteln wollen? Also was wäre Ihre Botschaft, wenn man so will, nach all dem, was Sie erlebt haben? Also erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie das so öffentlich machen. Wir müssen anfangen zu reden über Sucht in unserer Gesellschaft, die anfängt mit Alkohol. Also Sie haben es ja vorhin gesagt, die Lebensgeschichten erreichen die Leute viel eher als irgendwelche Mahnungen, Statistiken, erhobener Zeigefinger. Und das ist eben auch jetzt meine Mission, dass ich einfach die Geschichte meines Bruders erzähle und den Leuten sage, ja, es kann schon anfangen mit Alkohol. Es muss natürlich nicht, aber es kann. Wenn wir sagen, Aufklärung ist wichtig, ich höre das immer wieder, drüber reden, öffentlich machen, zeigen, wie es ist. Das haben Sie alle gemacht. Ist es das, was man transportieren muss in der Aufklärung oder welche Inhalte werden ähnlich? Unbedingt. Die meisten Drogen sind ziemlich gefährlich, wie Cannabis. Es ist eine gefährliche Droge, die das Hirn auch kaputt macht und die bei Menschen, die das lange konsumieren und täglich konsumieren, auch Folgen hinterlässt. Aber es bringt nichts, das einfach jetzt nur zu verbieten, sondern man muss einerseits die Leute aufklären, wie gefährlich es ist und zum anderen aber auch Hilfsangebote, niederschwellige Hilfsangebote geben, in verschiedenen mit Selbsthilfe, mit Therapeuten, mit Sozialarbeitern und da muss viel mehr Geld reingesteckt werden. Jetzt waren hier alle sehr offen. Wie ist es denn bei Ihnen als Experten, Pillen, Drinks und Drogen? Ob ich Pillen trinke? Ja. Also ich muss sagen, dass ich manchmal, wenn ich feiere, denke mir, jetzt bist du Suchtexperte und trinkst schon das zweite Bier, da musst du ein bisschen aufpassen. Ich habe im Studium schon auch mal geraucht, aber ich habe Gott sei Dank erst im Studium angefangen und nicht in dieser vulnerablen Phase zwischen 12 und 19, da habe ich nicht konsumiert und das ist gut. So deswegen werde ich wahrscheinlich nicht richtig abhängig. Pillen, Drinks und Drogen, der tägliche Kick. Vielen Dank an alle hier, ja, alle hier in der Runde. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Menschen, die uns prägen. Und vielleicht fangen Sie jetzt schon an, sich zu fragen, wer war oder ist es denn bei mir? Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke nochmal an alle. Tschüss.